Hallo und guten Abend zusammen. Ich würde vielleicht noch ganz kurz zu der Partnerschaft von Malt und Kontist eingehen. Das ist unser zweites Event, das wir zusammen machen. Wir haben uns vor einiger Zeit zusammengetan, um für Freiberufler Services und Wissen anzubieten, das ihnen das Leben im Alltag erleichtert. Um das zu beantworten, haben wir Flow gegründet, ein Freelancer-Benefit-Bundle sozusagen, in dem wir die besten Services für Freiberufler und Selbstständige vereinen wollen. Und dazu gehört vor allem das Angebot von Malt. Für diejenigen, die Malt noch nicht kennen, wir sind ein Freiberufler-Marktplatz, der ein Modell eingeführt hat, das es so bisher in Deutschland noch nicht gab, und zwar nämlich ein direktes Modell, das aber trotzdem für Großkunden geeignet ist, da wir ein Compliance-Management-System mit dazu anbieten. Und ja, damit versuchen wir, die Zusammenarbeit, wie sie aktuell ist, zu verändern und ein Stück weit auch zu revolutionieren. Und dahingehend ist natürlich das Thema Scheinselbstständigkeit extrem wichtig. Kontist ist das digitale Geschäftskonto für Freiberufler, das auch gleichzeitig Steuerservice mit dazu ist. Und Otonova ist die private Krankenversicherung für Freiberufler, für die eine private Krankenversicherung in Frage kommt. Und da in dem Zusammenhang ist es die erste komplett digitale Versicherung. Und ich freue mich besonders, jetzt heute noch anzukündigen, dass wir ein neues Angebot für Malt-Freiberufler haben, nämlich bietet Kontist 20% auf seinen Steuerservice an. Darüber freue ich mich sehr und hoffe, das ist für den einen oder anderen interessant. Poste in dem Zusammenhang mal zuerst mal die Flow-Seite nochmal für denjenigen, der es nochmal sich anschauen will, und auch das Angebot von Kontist, das jetzt ganz neu dabei ist. Und das war es eigentlich auch schon mit der Intro. Ansonsten würde ich sagen, wir schauen uns kurz die Agenda an und wie der Ablauf sein wird. Also zunächst darf ich Herr Dr. Benno Grünewald willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ich lasse Sie vielleicht kurz Ihre Intro selbst übernehmen. Ja, will ich gerne machen. Also guten Abend auch von mir hier aus Bremen. Ja, ich bin, wie angekündigt, der Herr Grunewald, Rechtsanwalt in Bremen und befasse mich mit dieser Thematik Freiberufler schon seit fast 30 Jahren und mit dieser heute besonders interessanten Problematik der Scheinselbstständigkeit und Rentenversicherungspflicht seit ziemlich genau 20 Jahren, so lange wie das Thema eigentlich auch aktuell ist. Und ja, werde dann gleich im Vortrag und später auch in der Diskussion versuchen, Ihnen da einiges zu erläutern und auch vielleicht dann noch eine oder andere Frage zu beantworten. Genau, vielen Dank. Und für den steuerrechtlichen Teil ist auch wieder der Melchior Neumann vom Kontist Steuerservice dabei, der da nochmal kurz die steuerrechtlichen Aspekte von dem Thema erklärt. Und anschließend werden wir dann eine Podiumsdiskussion auch mit dem Herr Dr. Grünewald, mit dem Herr Dr. Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen und mit Katharina Bruns, die Vorsitzende der Kontist Stiftung, aber auch Gründerin, Sachbuchautorin und zwei Persönlichkeiten, die sich sehr, sehr gut mit der politischen Diskussion auskennen und sich da auch sehr für Selbstständige stark machen. Und mit denen zusammen wollen wir den aktuellen Status zum Statusfeststellungsverfahren diskutieren. Also es gab ja einen Gesetzesentwurf. Und genau, da wollen wir uns mal anschauen, was ist denn politisch gerade Phase und wie können wir das vielleicht positiv beeinflussen. Genau, dann fangen wir doch einfach an. Und zwar mit einer Definition von Scheinselbstständigkeit. Kann man denn oder wie wird denn Scheinselbstständigkeit überhaupt definiert, Herr Dr. Grunewald? Ja, dann gehen wir mal in medias res. Also, es gibt im Prinzip im Gesetz, also in dem Sozialgesetzbuch, das besteht ja aus vielen Abschnitten oder Büchern, wie man sagt, gibt es eigentlich tatsächlich nur zwei Sätze, die im Prinzip dieses Thema behandeln. Und das sind die beiden Sätze, die wir jetzt hier auf dieser Folie sehen. Das ist dieser Paragraph 7 Absatz 1 im SGB IV. Und da heißt es halt, die Beschäftigung ist die nicht selbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Und dann in der zweite Satz lautet, wie Sie sehen, Anhaltspunkte für eine Beschäftigung ist eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. So, das sind die beiden Sätze, die im Gesetz stehen. Es gab, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, ja früher, also 99, 2000, da ging das Ganze, wenn man so will, ja richtig los, gab es ja auch noch andere Kriterien. Es gab noch einen anderen Absatz hier in diesem Paragraph 7 und da waren verschiedene Kriterien genannt. Über dieses Thema Kriterien werden wir vielleicht nachher ohnehin nochmal sprechen, komme ich nochmal drauf zurück.
Das ist aber alles Geschichte, schon lange, lange Geschichte, fast 20 Jahre schon fast wieder vorbei. Und jetzt stehen also diese beiden Sätze da im Gesetz. Und damit kann man, wie Sie sehen, ja, nicht so wahnsinnig viel anfangen. Denn diese beiden Anhaltspunkte, die da genannt werden, wie gesagt, Anhaltspunkte, das ist noch nicht mal als richtiges Kriterium formuliert, sind ja auch erstmal Begriffe, Weisungen, Eingliederung in die Arbeitsorganisation. Kann man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen? Ja, letztlich ist das aber, und das kann ich gleich vorweg sagen, alles bis heute, wie sich die ganze Entwicklung gezeigt hat, das, was man sogenanntes Richterrecht nennt. Das heißt, es sind Entscheidungen von Gerichten, von Sozialgerichten, die dann diese Regelung hier ausgeweitet oder interpretiert und ja auch aufgeweitet haben, indem sie dann doch hier und da Kriterien formuliert haben und auch verschiedene Aspekte mit reingebracht haben, die also weit, weit über diese beiden Sätze, die hier drin stehen, hinausgehen. Also insofern ist das der Anknüpfungspunkt zwar im Gesetzestext, aber letztlich kommt man damit nicht sehr weit. Und man muss im Prinzip die Rechtsprechung sich dann anschauen, die sich ja im Laufe dieser 20 Jahre natürlich auch ein Stück weit entwickelt hat. Immer Facetten dazugekommen, Aspekte, Kriterien sind dazugekommen. Aber die Basis selber, wie wir sehen, die gesetzliche, ist also relativ, ja, relativ dürftig. Und darunter sehen wir jetzt nochmal so eine, ja, Beschreibung oder Interpretation, wie man das jetzt auslegen kann. Das ist aus einem Kommentar, wie Sie hier sehen. Ah, da muss ich allerdings zu sagen, aus meiner Erfahrung, dass Kommentare in der Praxis und auch in der Rechtsprechung fast, könnte man sagen, überhaupt keine Rolle spielen, weil die Gerichte sich letztlich auch wieder auf Entscheidungen beziehen oder auch schauen, was haben andere Gerichte entschieden. Letztendlich ist das, ich würde fast sagen, so ein Kosmos. Und Kommentare, die es natürlich gibt, sehr viele Kommentare zu dem Thema, spielen in der Praxis fast, möchte ich sagen, insofern kaum eine Rolle. Auch wenn diese Definition, die jetzt hier gegeben worden ist, natürlich jetzt nicht falsch ist, will ich damit nicht sagen. Aber sehr viel weiter im Einzelfall hilft so eine Definition alleine einem in der Regel auch nicht. Gut, dann müssen wir weiterschauen. Merkmale oder Kriterien. Ich sagte eben schon, das ist Richterrecht. Das heißt also, die Gerichte entwickeln das im Einzelfall. Also sie schauen sich einen Einzelfall an. Wer hat da was getan? Mit wem? Wie war die vertragliche Vereinbarung? Wie ist das Ganze abgewickelt worden? Und aus dieser Situation heraus werden dann Bewertungen angestellt, Vergleiche angestellt. Wie sieht das aus bei einem Arbeitnehmer, wie sieht das aus bei einem klassischen Selbstständigen, wo sind da die Abgrenzungskriterien? Und hier sind einige Punkte genannt. Das Thema Weisungsgebundenheit ist ja schon aus dem Gesetzestext, das steht ja da drin, haben wir gerade gesehen. Abhängigkeit vom Auftraggeber, persönliche Abhängigkeit, das ist natürlich eine klassische Arbeitnehmersituation. Als Arbeitnehmer bin ich in der Regel persönlich abhängig, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich muss die Arbeit selber erbringen. Ich kann nicht sagen, ich schicke da jemanden anders hin, weil ich nicht kann oder keine Lust habe, sondern ich als Arbeitnehmer bin persönlich verpflichtet. Das zum Beispiel ist beim Selbstständigen klassischerweise nicht der Fall, in der Regel jedenfalls. Und ich bin auch sicher in gewissem Rahmen in gewisse Abläufe eingebunden. Als Arbeitnehmer unterliege ich einem Weisungs- oder Direktionsrecht. Na, der Arbeitgeber kann sagen, machen wir dies, machen wir jenes, lassen wir das liegen und so weiter. Und solange sich das im Rahmen des Arbeitsvertrages abspielt, ist das unproblematisch. Der Selbstständige, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, soll jedenfalls solchen Aspekten natürlich nicht unterliegen, wenngleich man das hundertprozentig sicherlich in der Praxis nicht komplett vermeiden kann. Wenn man jetzt an ein Projekt denkt, wo mehrere zusammenarbeiten, einem Team arbeiten, ist das sicherlich so, dass ich nicht völlig frei schwebend mich da bewegen kann. Und da fängt eben die Problematik natürlich auch schon an. Wo grenze ich das dann ab? Bin ich dann eingegliedert, weil ich zum Beispiel jeden Tag in das Unternehmen des Auftraggebers fahre und dort vielleicht sogar noch einen Arbeitsplatz habe und. Das sind also Punkte, die dann im Detail zu fragen, zu klären sind. Und das sind die Punkte, wie wir jetzt auf der nächsten Übersicht ja auch wählen, beispielsweise, wie sind die Zeiten definiert, kann ich kommen und gehen, wann ich will, in Anführungszeichen, habe ich einen Arbeitsplatz, habe ich überhaupt keinen, arbeite ich überhaupt vor Ort, jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen sozusagen, sind sehr, sehr viele ja ins Homeoffice sozusagen
gelandet und das war zwar früher im IT-Bereich auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe also auch immer Mandanten schon lange vor Corona gehabt, die einen Teil ihrer Tätigkeit, manchmal sogar den überwiegenden Teil, im eigenen Büro gemacht haben. Das ist jetzt nicht völlig neu, aber es hat natürlich zugenommen jetzt unter den Corona-Bedingungen und kann sein, dass das auch ja teilweise aufrechterhalten werden wird, dass auch die Unternehmen vielleicht sehen, die Auftraggeber, so schlecht ist das eigentlich gar nicht und es funktioniert auch. Das ist ein wesentlicher Punkt, wobei ich auch wiederum glaube, dass einige Tätigkeiten ja dann doch auch vor Ort fast zwingend gemacht werden müssen. Also so ganz hundertprozentig alles ins Homeoffice kann ich es wahrscheinlich nicht verlagern. Nichtsdestotrotz ist das ein wesentlicher Punkt. Natürlich auch die Frage Überwachung, Kontrolle. Thema Zeitnachweis, das ist auch immer wieder eine Thematik. Wenn ich nach Aufwand abrechne, was ja die meisten Freelancer tun, nach Stunden oder Tagessatz, dann erfasse ich in der Regel im eigenen System, in dem des Kunden, wie auch immer, meine Zeit. Die brauche ich ja auch für die Abrechnung, logischerweise. Und die Rentenversicherung, die ja sozusagen die Kontrolle am Anfang oder die Überprüfung am Anfang in der Regel dann durchführt, liegt darin dann auch schon wieder so eine Art, ja, Kontrolle, Überwachung. Also das wird dann schon wieder sehr negativ ausgelegt beispielsweise, obwohl es natürlich einerseits ziemlicher Unfug in meinen Augen ist, weil jeder, der nach Aufwand abrechnet, ob das jetzt ein Handwerker ist, ein Steuerberater oder auch ein Anwalt, schreibt natürlich die Zeit auf. Wie soll ich das denn sonst später für mich und für den Auftraggeber nachvollziehen können, wie viel ich gemacht habe und vielleicht stichwortartig natürlich auch, was ich gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz, das sind Punkte, die dann häufig von der Rentenversicherung thematisiert werden. Die andere Frage, ja, Dokumentation, Berichte, auch das ist so eine Thematik. Dokumentation ist natürlich teilweise notwendig, bei Softwareentwicklung beispielsweise, aber auch in anderen Bereichen, teilweise sogar vorgeschrieben, also auch gesetzlich oder durch bestimmte Normen und Verfahren, wird auch häufig negativ interpretiert, auch in meinen Augen nicht sinnvoll ist, aber gut, ich sage es einfach mal so, das sind Punkte, die man auch sehen muss. Und natürlich ein wesentlicher Punkt ist oder ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung der Tätigkeit des Selbstständigen von denen von Angestellten. Das ist eine Problematik, die dann auftaucht, wenn beispielsweise der Auftraggeber, also der Vertragspartner des Selbstständigen, sowohl Festangestellte als auch Freelancer engagiert hat, sage ich jetzt mal, die vielleicht sogar noch in einem Projekt zusammenarbeiten, was ja durchaus passieren kann in großen Projekten. So, und wenn das thematisiert wird, wenn das sozusagen bekannt wird, wie auch immer, dann wird sehr häufig die Diskussion geführt, ja, wieso ist denn der Freelancer selbstständig, wenn es doch Angestellte gibt, die dasselbe machen? Wo ist denn der Unterschied? Warum ist er denn nicht auch angestellt? So, diese Thematik kommt dann sehr schnell hoch und ist auch nicht ganz einfach zu diskutieren, wobei es natürlich viele Gründe gibt, warum jemand als Selbstständiger tätig ist oder eben auch als Angestellter. Das hat ja nicht zwingend damit was zu tun, dass der Auftraggeber jetzt für den Selbstständigen keine Sozialbeiträge zahlen möchte. Aber das ist ein Thema, das ist wirklich nicht unproblematisch. Und ich habe etliche Mandanten, die Freelancer beauftragen, aber auch Festangestellte haben, die das beispielsweise in zwei Firmen trennen oder dann irgendwann getrennt haben, weil sie gemerkt haben, das könnte problematisch werden, sodass dieses Problem dann insofern da nicht mehr auftreten kann. Aber ansonsten ist das auch immer eine Thematik, die immer mal wieder, nicht immer, aber sehr häufig aufkommt. Worin unterscheidet sich die Tätigkeit überhaupt? Und was sind da die Kriterien, die dann auch für die Selbstständigkeit sprechen? Und natürlich auch ein Thema grundsätzlich ist sicher die Frage, wie der Selbstständige auftritt, also nach außen auftritt oder wie man so schön sagt, am Markt auftritt. Was er also tut, um deine Leistung anzubieten, wenn er es überhaupt tut. Wobei man sagen muss, dass das in dem Thema der Selbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit eher tendenziell untergeordnet ist. Das ist eigentlich eher eine Problematik, die in der Rentenversicherungspflicht ein Thema ist, was eigentlich ein anderes Thema ist. Wir kommen da nachher noch zu. Was aber mit der Selbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit sehr häufig verbunden wird oder auch ein bisschen vermischt wird manchmal. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie ein Selbstständiger erscheint, wie er auftritt, was er tut, inwiefern er sich als selbstständig darstellt, schon auch ein Aspekt. Das ist jetzt nicht der durchschlagende unbedingt, aber es ist nicht ein unwichtiger. Und was am Ende jetzt steht, Einzelfall. Es ist so, nach 20 Jahren sozusagen Erfahrung, nach 20 Jahren Gerichtsurteile, die es ja sehr, sehr viele mittlerweile gibt, ist es trotzdem jedes Mal immer
eine Einzelfallbewertung. Ich habe ja nun schon eine Reihe von Verfahren erlebt, um nicht zu sagen schon sehr viele, sowohl Betriebsprüfungen wie aber eben auch Gerichtsverfahren, auch in den verschiedenen Stufen. Und es ist jedes Mal so, dass zwar bestimmte Kriterien diskutiert werden und überprüft werden, die wir jetzt zum Beispiel schon mal eben angesprochen haben als Beispiel, aber dass trotzdem ein Einzelfall sich angeguckt wird, eine Person X wird sich angeguckt, wie, was hat er gemacht oder sie, wie war die Zusammenarbeit, wie waren die vertraglichen Aspekte, wie war die tatsächliche Situation. Und dann kommen diese Kriterien natürlich schon dazu, aber ich habe es bisher noch nie erlebt, dass zwei Fälle wirklich gleichartig sind oder auch beurteilt worden sind. Es ist letztlich immer noch trotz alledem eine Einzelfallbetrachtung und es hat auch jeder Einzelfall oder jeder Fall hat eine oder mehr Besonderheiten. Das ist auch eine Erfahrung. Trotzdem, man sagen kann, IT-Beratung und Softwareentwicklung, das ist schon vergleichbar, ist es natürlich, aber jeder ist eben doch individuell und hat bestimmte Dinge, die er mitbringt oder bestimmte Umstände, die eben doch wieder anders sind als ein anderer Fall. Und deswegen kann man auch mit Entscheidungen, die es ja gibt zu dem Thema oder zu diesem Bereich, nicht so eins zu eins was anfangen und sagen, ja, das ist ja schon mal da und da entschieden worden, deswegen ist es in diesem Fall genauso. Genauso nicht. Man kann die heranziehen, wenn die positiv sind. Das tue ich natürlich auch argumentativ. Und trotzdem wird ein Gericht, wenn es denn darüber zu entscheiden hat, sich diesen Einzelfall angucken, unabhängig davon, dass andere Gerichte Ähnliches entschieden haben. Das ist nach wie vor so. Und das hängt eben auch damit zusammen, was wir am Anfang ja gesehen haben, dass die gesetzliche Grundlage sehr, sehr allgemeingültig ist und die Kriterien letztlich von den Gerichten bewertet oder sogar teilweise selber definiert werden. Das ist auch nach wie vor der Fall. Und das hängt auch damit zusammen, dass sich ja gesetzlich in den letzten 20 Jahren oder 18 Jahren im Prinzip nichts getan hat, sondern wirklich alles über die Gerichte im Prinzip abgewickelt wird. Hier sind nochmal Punkte genannt, Pro und Contra Selbstständigkeit, wobei das natürlich keine, wie sagt man so schön, keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Natürlich nicht, weil es kommen immer mal wieder Punkte dazu, natürlich, weil irgendein Gericht zum Beispiel sagt, oh, da haben wir einen Aspekt, der ist auch relevant, den halten wir hier für wichtig. Und wenn es dann vielleicht sogar ein Landessozialgericht ist oder gar das Bundessozialgericht als oberste Instanz, dann ist das ein Punkt, der sicher auch fortführt, den auch andere Gerichte dann durchaus mit aufnehmen. Ein klassisches Beispiel, da kommen wir vielleicht nachher drauf, ist ja eine Entscheidung vom BSG, vom Bundessozialgericht vor etlichen Jahren. Stundensatz 40 Euro, 41 Euro ist so ein klassisches, ist ein Aspekt oder ein Kriterium für die Selbstständigkeit. Da haben Sie mal so einen Betrag konkret genannt als Beispiel. Das ist so etwas, was es bis dahin gar nicht gab. Und deswegen ist diese Liste natürlich schon nicht unwichtig, aber die ist eben, wie gesagt, auch natürlich nicht vollständig, kann die auch gar nicht sein. Es sind so die wesentlichen Punkte mal hier aufgeführt, die man als Pro und Contra definieren kann. Und ich denke, Sie können sich die jetzt alle mal, ja sowieso, die haben wir eh vor Augen, anschauen. Ja, ich schicke das auch im Anschluss auch noch genau, oben. Das heißt, ja, wir müssen die jetzt nicht alle durchhecheln hier, sondern das einfach mal so hauptsächliche Aspekte, die sicherlich eine Rolle spielen. Aber ich wiederhole mich nochmal, am Ende ist es eine Einzelfallgeschichte. Und was eben auch wichtig ist, das auch nochmal, um es nochmal deutlich zu machen, die tatsächliche Situation, wir haben ja jetzt Kriterien hier genannt und auch besprochen, da geht es eigentlich um die tatsächliche Situation. Wie ist jemand tätig? In welchem Rahmen ist er tätig? Wie ist die Zusammenarbeit? Aber es kommt natürlich auch auf die vertragliche, auf die Grundlagen an. Also was ist vereinbart worden? Und natürlich haben die meisten Unternehmen und Auftraggeber mittlerweile das Thema, ja, wie soll ich sagen, verstanden. In der Regel ja, und haben auch ihre Verträge oder ihre Grundlagen ja, verändert, angepasst. Aber trotzdem gibt es immer noch nicht gerade wenige Unternehmen, auch Agenturen, die ja auch viel mit Freiberuflern machen, die in ihren Unterlagen, in ihren Verträgen oder Vereinbarungen, Formulierungen und Dinge drin haben, Aspekte drin haben, wo man denkt, die Entwicklung der letzten 20 Jahre ist an denen spurlos vorbeigegangen. Das ist schon erstaunlich. Das ist sehr erstaunlich, was da nach wie vor an Vereinbarungen getroffen wird, die dann auch zusätzlich zu den praktischen Aspekten negativ ausgelegt werden. Also das heißt, man muss eben immer auch sehen, dass die Vereinbarungen natürlich klar und deutlich sind und eben keinen Anlass bieten für den Prüfer,
oder auch später vielleicht mal ein Gericht zu sagen, ja, die haben ja das und das und das vereinbart, dann wird das ja wohl so sein, dann muss man dagegen wieder argumentieren, dass man es vereinbart hat, aber vielleicht nicht so gemacht hat, was in der Praxis gar nicht selten ist. Also das ist auch nochmal ganz klar gesagt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese beiden Punkte, vertragliche Vereinbarung und Tätigkeit, spielen ganz eng zusammen. Also man kann sagen, mindestens 50-50, manchmal überwiegt das eine oder das andere, aber das muss man natürlich auch sehen, dass auch das eine ganz große Bedeutung hat, auf welcher Grundlage, rechtlichen Grundlage man zusammenarbeitet. Das Thema mehrere Auftraggeber versus ein Auftraggeber. Ja, das ist ja auch ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Und ich will mal so sagen, ich bekomme ja ständig Anfragen und mache ja auch mal Beratungen. Und sehr häufig höre ich von Mandanten, entweder den Auftraggebern oder den Freelancern, ja, ich habe ja mehrere Auftraggeber schon immer gehabt oder habe mehrere. Deswegen bin ich ja oder kann ich ja eigentlich gar nicht scheinselbstständig sein. Und das ist halt ein Trugschluss, weil das Thema ein oder mehrere Auftraggeber hat mit dem Thema Scheinselbstständigkeit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Man muss sich immer vor Augen führen, wenn eine Prüfung stattfindet, dann wird geprüft das Auftragsverhältnis zwischen dem Freelancer und seinem Auftraggeber, genauer gesagt zwischen seinem Vertragspartner und ihm. Dieses Auftragsverhältnis oder dieses Tätigkeitsverhältnis wird geprüft. Und da werden diese Kriterien vielleicht angelegt, da wird die Diskussion aufgemacht, ist das jetzt selbstständig, ja, nein. Ob der Selbstständige noch andere Auftraggeber hat, ein oder zwei oder fünf, spielt in dem Moment schlicht und ergreifend keine Rolle, weil das hat ja mit dieser Tätigkeit für diesen einen Auftraggeber, der gerade geprüft wird, überhaupt nichts zu tun. Und theoretisch kann jemand fünf Auftraggeber haben und bei Prüfung wird vielleicht festgestellt, dass er bei vier selbstständig und bei einem nicht selbstständig ist, weil ja die Kriterien und die Situation nicht bei allen identisch sein wird. Die Vereinbarungen werden wahrscheinlich andere sein, die Bedingungen werden andere sein. Also kurzum, ob ich ein oder mehrere Auftraggeber habe, ist für dieses Thema Scheinselbstständigkeit nicht das Kriterium. Aber, und das ist jetzt genau hier die nächste im Prinzip Stufe oder die nächste Folie, das Thema Rentenversicherungspflicht ist, da ist es ein großes Thema. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Rentenversicherungspflicht den Selbstständigen selber trifft. Das heißt auch mit anderen Worten, wenn ich als selbstständig eingestuft werde, dann ist der Auftraggeber aus Verpflichtungen raus. Ich bin ja selbstständig oder werde als solches gesehen. Dann wird aber in der Regel geprüft, ob ich als Selbstständiger für mich persönlich rentenversicherungspflichtig bin. Und bei der Prüfung kommt es darauf an, nach dem Gesetzestext, ob ich einen oder mehrere Auftraggeber habe, oder im Gesetzestext heißt es ja, ob ich im Wesentlichen und auf Dauer nur für einen Auftraggeber tätig bin. Das ist dann exakt genau der Punkt, auf den es ankommt. Das heißt, für mich selber spielt das schon eine Rolle, ob ich ein, zwei oder drei Auftraggeber habe oder wie oft ich einen Auftraggeber auch vielleicht wechsle im Laufe der Zeit. Aber für das Thema Scheinselbstständigkeit, ob ich überhaupt selbstständig bin, spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle. So, und bei der Rentenversicherungspflicht, das ist jetzt ja die Folie hier, ist es so, dass die Kriterien oder die Formulierung im Gesetz heißt, im Wesentlichen und auf Dauer nur einen Auftraggeber und keinen eigenen Mitarbeiter. Diese beiden Bedingungen werden im Gesetz genannt. Also im Umkehrschluss heißt das, habe ich einen eigenen Mitarbeiter, kann ich in die Rentenversicherungspflicht gar nicht reinkommen, weil das blockt das sozusagen. Wobei eigener Mitarbeiter immer heißt sozialversicherungspflichtiger Mitarbeiter, also das heißt über 450 Euro. Dann, wenn ich als Selbstständiger einen eigenen Mitarbeiter habe, der über 450 Euro hat, verdient, bin ich aus dem Thema Rentenversicherungspflicht raus. Da kann ich 10 Jahre für den gleichen Auftraggeber tätig sein, ist völlig egal. Da aber die meisten Selbstständigen keinen eigenen Mitarbeiter haben und viele gerade 450 Euro Kraft, aber eben nicht drüber, das heißt eben in einem Bereich, der da nicht zählt, ist das Kriterium ein Auftraggeber eigentlich genau das Entscheidende. So, und da hat sich die Rentenversicherung das recht einfach gemacht oder macht es sich nach wie vor recht einfach. Wir haben diese beiden Begriffe im Wesentlichen und auf Dauer, ja, ich will mal so sagen, für sich selbst einfach ausgelegt. Und die Rentenversicherung sagt schlicht und ergreifend, im Wesentlichen bedeutet für uns, dass ein Selbstständiger mehr als 5/6, das ist ja genau das, was auf der Folie hier steht, das sind 83% in Prozenten ausgedrückt, mehr als 5/6 der Einnahmen von einem Auftraggeber hat, und zwar immer bezogen auf ein Kalenderjahr, Januar bis Dezember.
So, das heißt mit anderen Worten, habe ich einen zweiten Auftraggeber, bin ich nicht automatisch nach dichter Rente aus dem Schneider, weil wenn das nur einen kleinen Anteil hat, von 5 oder 10% oder 15 würden ja auch noch nicht mehr reichen, dann wird die Rente sagen, ja, da sind zwar zwei Auftraggeber, stimmt, aber der zweite hat ja nur so einen kleinen Anteil, der zählt für uns nicht. Diese sogenannte 5/6-Regelung, so wie sie ja auch genannt wird, ist schlicht und ergreifend eine Erfindung der Rentenversicherung. Ich will jetzt etwas hart härter formulieren, Willkür. Es ist völlig willkürlich gewählt, weil die hätten auch genauso gut 3/4 oder 8/9 oder irgendwas anderes dahin schreiben können. Ich weiß auch nebenbei kein Mensch, wo das herkommt, diese 5/6. Jedenfalls, sie ist da und das ist der Maßstab, den die Rente anwendet. Für sich auf solche Fälle anwendet. Und für die Rente ist das mittlerweile schon fast so eine Art gesetzliche Regelung, weil auch in ihren Unterlagen, Informationen oder auch in den Bescheiden sowieso, da wird das so formuliert, als sei das eine gesetzliche Regelung, was sie nicht ist. Es gibt keine gesetzliche Regelung 5/6, die gibt es nicht, das ist eine Erfindung der Rente, aber man muss nur wissen, dass sie danach vorgeht. Das heißt, wenn man die Chance hat, als Selbstständiger das so zu gestalten, dass man eben weniger als 83% Umsatz hat mit einem Auftraggeber und noch einen zweiten hat, dann kann man sozusagen die Rente dann mit dem eigenen Maßstab, wenn man so will, schlagen. Das wird aber ja nicht immer funktionieren, weil man kann das, denke ich, nicht so genau immer planen. Das heißt, dieses Thema kann den einen oder anderen dann schon erwischen, wenn er längerfristig eben über ein Jahr nur einen Auftraggeber hat und dann aus Sicht der Rente nach deren eigenen Maßstab in diese Rentenversicherungspflicht rutscht. Wobei ich dann gleich erwähnen muss oder ergänzen muss, das ist wie gesagt die Ansicht der Rente. Die Gerichte, die sich ja im Endeffekt damit diesen Streitfällen beschäftigen müssen, haben das bisher nicht bestätigt. Ich kenne bis heute nicht ein Urteil, in dem ein Gericht gesagt hat, ja, diese 5/6-Regelung, das ist eine vernünftige Regelung, die wenden wir auch an oder die finden wir richtig oder gut. Die Gerichte schauen sich vielmehr an, wie die Situation konkret ist und vor allem, die schauen sich auch die Vita insgesamt an. Die meisten Selbstständigen sind ja auch schon länger selbstständig, bis sie vielleicht einmal in diese Situation kommen, einer Prüfung. Und die Gerichte schauen sich schon an, was davor hatte der Selbstständige schon andere Auftraggeber. Und da kommt auch das Thema Auftritt am Markt. Wie tritt er auf? Ist er erkennbar als Selbstständiger? Und so weiter. Also da kommen noch viele Kriterien dazu, die für die Rente überhaupt gar keine Rolle spielen. Wenn wir denn meinen, dass die 5/6 erfüllt ist, dann ist für die Rente an der Stelle die Prüfung zu Ende. Das andere interessiert sie nicht, obwohl sie natürlich diese Urteile kennen, denn es sind ja genügend Urteile ergangen, auch gegen die Rente, die das so bestätigt haben, dass es mit der 5/6-Geschichte so nicht funktioniert. Das wird aber großzügig ignoriert und ich habe so den Eindruck, dass die Rente nach wie vor probiert, das immer weiter, immer wieder durchzuboxen und vielleicht irgendwo doch mal ein Gericht zu finden oder einen Richter, der sagt, ja, das ist eine gute Idee, damit sie endlich mal ein Urteil zumindest haben, dass das bestätigt. Das ist so mein persönlicher Eindruck, weil wir einfach die gesamte Rechtsprechung zu dem Thema wirklich komplett ignorieren und immer wieder auf diese 5/6-Geschichte kommen. Jetzt ist hier noch erwähnt worden, Existenzgründung. Okay, man kann sich als Existenzgründer in der Tat für 3 Jahre befreien lassen von der Rentenversicherungspflicht für die ersten 3 Jahre, wenn man diesen Antrag am Anfang oder in den ersten 3 Monaten der Selbstständigkeit stellt, dann würde man für 3 Jahre von dieser Rentenversicherungspflicht befreit und danach, gut, muss man dann schauen, ist man immer noch beim Auftraggeber, hat man einen Wechsel, aber man hätte 3 Jahre Ruhe. Das ist erstmal ganz verlockend und eigentlich auch von der Sache ja gar nicht schlecht, gar keine Frage. Und jetzt hat nur einen, wie man so sagt, Pferdefuß oder eine Angel, Fußangel, weil sie kriegen diese Befreiung ja nicht von alleine. Die müssen einen Antrag stellen, wie das bei Behörden so ist. Ohne Antrag läuft der nicht. So. Wenn wir aber so einen Antrag stellen, dann haben wir ein Risiko. Und das muss man einfach wissen und sehen. Wir haben nämlich das Risiko, dass derjenige, der das dann prüft bei der Rente, auf die Idee kommt zu sagen, Moment mal, bevor Existenzgründung, ja, ja, das kann ja alles sein, glauben wir Ihnen, aber sind Sie überhaupt selbstständig? Das heißt, die Grundfrage, die ja hier vorausgesetzt wird, ich bin selbstständig, also eigentlich rentenversicherungspflichtig, weil ich nur einen Auftraggeber habe und will mich jetzt befreien lassen. Für den Einzelnen ist das klar, in der Regel. Für die Rente ist das überhaupt nicht unbedingt klar. Und deswegen ist das Risiko da, und da habe ich nun wirklich auch
Dutzende von Verfahren, vielleicht inzwischen schon über 100 auch, alleine zu diesem Thema, dass nämlich durch den Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht eine Rückmeldung von der Rente kommt, ja Moment, bevor wir darüber entscheiden können, ob die befreit werden oder nicht, müssen wir erst mal klären, ob die überhaupt selbstständig sind. So, und dann lösen sie, ungewollt natürlich an der Stelle, quasi so eine Art Statusverfahren aus. Im Endeffekt ist es nichts anderes, weil die Rente dann prüft, wie ist die Vereinbarung, wie ist die Tätigkeit, mit wem, wo, wie, wann arbeiten die und so weiter. Dann wird dieses ganze Thema Scheinselbstständigkeit sozusagen vorgezogen. Und erst wenn dann festgestellt wird, ja, das ist eine Selbstständigkeit, dann kommt man zum Thema Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, die dann auch in der Regel mal funktioniert. Das ist nicht das Thema. Da gibt es natürlich auch dann gar nicht mehr das große Problem. Nur ich löse vielleicht etwas aus, was ich gar nicht auslösen will. Das muss man sich einfach klar machen. In vielen Fällen funktioniert das, selbstverständlich. Aber ich habe eben, wie gesagt, auch schon nicht wenige Fälle erlebt und erlebe sie auch nach wie vor, wo eben diese Rückmeldung kommt, ja, wir müssen erstmal die Grundlagen prüfen, bevor wir die jetzt hier vielleicht befreien von der Versicherungspflicht. Also das muss einem klar sein, dass man da ein gewisses Restrisiko hat, das ich auch nicht genauer definieren kann. Das scheint also mehr oder weniger zufallsbezogen zu sein, je nachdem, bei welchem Sachbearbeiter Sie dann da landen bei der Rente, ob der jetzt sagt, ja, ist okay, passt alles, oder wir ziehen das andere Thema hoch. Da gibt es keine Orientierung, die kann ich Ihnen da leider auch nicht geben. Also muss einfach nur Ihnen bewusst sein, da ist ein gewisses Restrisiko drin. Und dann sollte man sich das überlegen, wie die Bedingungen sind und ob man sich dem dann gegebenenfalls stellen will, weil man eben ja, wie gesagt, nicht weiß, ob das vielleicht kommt. Okay, gut, dann mit dem 58. Lebensjahr, gut, da gibt es noch eine Sonderregelung, aber will ich jetzt im Moment nicht näher drauf eingehen. Das gibt es halt auch noch, aber das wäre jetzt eine spezielle Sache, denke ich, die müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber steht ja eigentlich auch da. Also wenn man mit 58 das erste Mal in die Selbstständigkeit geht, dann hat man da auch noch eine Befreiungsmöglichkeit, weil man sagt, ab dem Zeitpunkt nach in die Rentenversicherung einzuzahlen, macht nicht sehr viel Sinn. Und auch rein aus Altersgründen würde dann da eine Befreiung möglich sein. Genau. Okay, genau. Dann glaube ich, bei der Vertragsgestaltung, da hatten Sie ja schon mal, sind Sie ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber es wäre auch tatsächlich nochmal spannend, auf das Thema AGB und Bestellung und Angebot einzugehen, weil ich glaube, da scheiden sich ja ein bisschen die Geister vielleicht auch. Gut, ich will mal so sagen, die Erfahrung ist jetzt, und das werden die meisten von Ihnen als Selbstständige natürlich auch wahrscheinlich wissen oder kennen, die meisten Anbieter bzw. Auftraggeber, ganz viel läuft ja über die Vermittler, aber natürlich gibt es auch Direktaufträge manchmal, aber jedenfalls, es wird in der Regel über Verträge Vereinbarungen getroffen. Das heißt, ich habe entweder einen kompletten Vertrag, quasi Projektvertrag, und bei den Vermittlern, bei den Agenturen ist es ja sehr häufig so, dass sie einen Rahmenvertrag haben und dann eben Einzelverträge machen für das jeweilige Projekt, das dann anfällt oder gerade dann zu vergeben ist. Diese Struktur, auch diese Dreierstruktur, Freelancer, Vertragspartner, Agentur und quasi Endkunde, der dann ja mit dem Freelancer gar keine Vereinbarung hat, weil das ja über die Agentur läuft, da hatte sich die Rente am Anfang sehr schwer mitgetan. Das haben wir am Anfang, glaube ich, gar nicht richtig verstanden, warum der Kunde eigentlich nicht der Vertragspartner ist und so weiter. Aber irgendwann, klar, wir haben mittlerweile auch Tausende von Fällen da exerziert, kennen die das System natürlich auch und haben es auch verstanden und wissen jetzt auch so eigentlich, wie die Sache läuft. Und meine persönliche Erfahrung ist immer die, wenn eine Prüfung beginnt, dann fängt es ja immer an damit, dass der Prüfer sagt, ich hätte gerne mal die Verträge, die Rechnungen und dann geht es erstmal los. Und dann kommt er noch wahrscheinlich mit seinem Fragebogen an von der, und so, und dann geht es halt in die Inhalte. Aber Verträge, Rechnungen ist immer so der Einstieg. So. Und damit, wie gesagt, in Anführungszeichen kennen Sie sich inzwischen ganz gut aus. Und dann geht die Diskussion um die Verträge in der Regel los. Was ist das für eine Art von Vertrag? Ist das ein Dienstvertrag? Hat ein Werkvertrag, ist das vielleicht sogar fast so etwas ähnlich wie ein Arbeitsvertrag. Also diese ganze, ich sag mal, Vertragsdiskussion, die habe ich nun auch schon mehr als einmal gemacht und habe dann irgendwann mir überlegt, das ist nicht gut, das führt nicht wirklich weiter. Man kann natürlich trotzdem diskutieren, man kann argumentieren, das ist alles nicht das Thema. Und auch wenn ich einen guten Vertrag habe, gut formulierten Vertrag habe, habe ich natürlich
ganz gute Argumente. Aber trotzdem ist die ganze Diskussion um Vertrag, Vertragsart, ja, es ist nicht so richtig zielführend. Und deswegen berate ich schon seit vielen Jahren insofern dahin, dass ich sage, man sollte von dieser Struktur weg und man sollte die Vereinbarung treffen auf der Basis von Bestellung und AGB. Und auch ganz bewusst das Wort Bestellung zum Beispiel verwenden, weil AGB zum Beispiel sind ja etwas, was ohnehin schon mal ein Kriterium auch eigentlich für die Selbstständigkeit ist, weil das wissen die selber, jedes Unternehmen, oder so gut wie jedes Unternehmen, hat AGBs. Ist ja schon fast, fast ungewöhnlich, wenn Sie mit einem Unternehmen in irgendeiner Weise was zu tun haben, irgendwas bestellen oder eine Leistung wollen und die haben keine AGBs. Das ist ja schon fast eher, wird ja schon fast negativ gesehen oder zumindest ungewöhnlich. Im Bereich der Freelancer ist das noch sehr ungewöhnlich, AGBs zu haben, noch sehr selten, sagen wir mal. Und das Wort Bestellung, ganz bewusst auch hier verwendet, ist auch ein Begriff, der wegführt von dieser ganzen Vertragsdiskussionsgeschichte, weil Bestellung, ja, bestellen kann ich viel, einen Computer, einen Tisch, ich kann auch eine Leistung bestellen. Und meine Erfahrung ist jetzt auch seit vielen Jahren schon, dass diese Struktur für den Prüfer oder für die Rentenversicherung erstens ungewöhnlich ist, in dem Zusammenhang zumindest, dass sie damit auch nicht so gut klarkommen. Und wenn das dann inhaltlich auch noch natürlich angemessen und gut formuliert ist, natürlich müssen die Inhalte auch stimmen, das ist ja klar. Aber wenn die Form eine ganz andere ist, als sie das gewohnt sind, nicht 10, 15 Seiten Vertrag, sondern nur eine Seite, wo Bestellung steht, so wie so quasi der Einzelvertrag mit den rudimentären Angaben zum Projekt, wann, wo, Honorarsatz und so weiter und damit auf die AGBs verwiesen und dann gut, dann wird er die AGBs natürlich haben wollen, dann guckt er sich die an, aber auch die Struktur ist da anders, auch die Formulierungen sind anders. Das Wort Vertrag zum Beispiel gibt es überhaupt nicht mehr, das taucht nirgends mehr auf und meine Erfahrung und ich habe ja inzwischen auch Mandanten, die auch schon mal eine Betriebsprüfung dann gehabt haben danach irgendwann, nachdem uns auch Verträge auf AGB umgestellt worden ist, sind bisher wirklich positiv, sehr positiv sogar. Man hat gemerkt, dass also dieses ganze Thema sofort irgendwo etwas in eine andere Schiene kommt. Das heißt natürlich nicht, dass sich damit die Sachen in Luft, die Probleme in Luft auflösen. Das ist ganz klar, weil die praktische Seite spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle. Und deswegen ist auch richtig, dass da oben steht, es fehlt letztlich die Praxis, die gelebte Praxis. Ich kann in die AGBs reinschreiben, die tollsten Sachen. Wenn sich zeigen würde, dass es in der Praxis anders gemacht worden ist, dann nützt mir das natürlich auch nichts. Das ist überhaupt keine Frage. Es muss beides schon passen. Deswegen dachte ich ja vorhin, Verträge und Praxis ist quasi eine Einheit und muss zusammengesehen werden. Aber die Erfahrung zeigt, dass eben die Prüfer über die Verträge, über die klassischen Verträge schon, ich will mal sagen, schon den Einstieg da haben, häufig leider haben, um da eine Diskussion auszulösen. Ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt nach wie vor nicht wenige Prüfer von der Rentenversicherung, die sagen, wenn ich einen Rahmenvertrag habe mit einem Unternehmen oder einem Freelancer, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass ich auf Dauer mit diesen Menschen zusammenarbeiten oder mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten will. Für mich auch nicht wirklich ganz nachvollziehbar als Argument, aber sei es drum. Aber das ist eine klassische Geschichte, die auch immer wieder kommt. Als Beispiel. Natürlich kann man dagegen argumentieren, gar keine Frage, aber das ist wieder so ein Argumentationsthema, das man dann hat und das fällt komplett unter den Tisch, aus meiner Erfahrung, wenn ich das in dieser Form gestalte, dass ich nur in Anführungszeichen diese Bestellung habe und dann die AGBs dahinter. So. Und dann kann man noch über die Inhalte diskutieren, natürlich, aber wenn die Inhalte entsprechend formuliert sind, ist da auch wenig Ansatzpunkte und dann geht das Ganze, wie gesagt, schon mal grundsätzlich in eine andere Richtung. Trotzdem wird der Prüfer immer noch was über die Tätigkeit wissen wollen. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass er nachfragt, dass er mit seinem Fragebogen kommt, manchmal auch noch eine eigene Liste von Fragen formuliert, um im Detail zu wissen, wie die Tätigkeit ausgesehen hat, was da genau gelaufen ist. Also das schließt sich jetzt nicht aus. Und trotzdem wäre meine Empfehlung nach wie vor, und wie gesagt, aus der Erfahrung kann ich das nur bestätigen, dass diese Struktur mit Bestellung oder auch Angebot, Bestellung und AGB auf jeden Fall erheblich sinnvoller und günstiger ist in einem Fall einer Prüfung, um bestimmte Diskussionen überhaupt gar nicht erst aufkommen zu lassen und einfach von Anfang an ein anderes Bild auch zu haben. Unabhängig, wie gesagt, davon, dass ich mich mit den praktischen Dingen natürlich auch befassen muss, das kann ich deswegen nicht vergessen, aber ich bin da nach wie vor fest davon überzeugt und habe bisher da auch nur gute Erfahrungen eigentlich mitgemacht.
So, deswegen ist das aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Und man erspart sich diese ganze, wie gesagt, Diskussion um die Frageart des Vertrages und dann doch wieder Richtung Arbeitsvertrag. Also das ist alles sehr müßig dann und artet manchmal wirklich in riesen Auseinandersetzungen, Diskussionen aus. Ja, super interessant. Das ist ja schon nochmal ein anderer Ansatz. Und ich glaube, damit sind wir auch schon im Thema, wie kann man denn Scheinselbstständigkeit in der Praxis dann auch vermeiden. Ich glaube, den zweiten Aspekt, wir müssen ein bisschen durchrennen, aber ich glaube, ja, okay, wir kriegen es hin. Ich glaube, den zweiten Aspekt fand ich auch noch ganz spannend. Ist zwar eher eine Unternehmensgeschichte auf Unternehmensseite, aber es ist ja trotzdem vielleicht spannend für Freelancer zu erfahren, weil es wirkt sich ja auch auf die Auftragslage aus, sage ich mal, wenn Unternehmen Angst vor dem Thema haben. Deswegen wäre das vielleicht auch mal spannend zu erwähnen. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich natürlich auch immer wieder mache, schon gemacht habe und nach wie vor mache, dass die Unternehmen, die Auftraggeber auch zu einem Großteil sehr verunsichert sind, gar keine Frage, und zurückhaltend vorsichtig sind, weil wir Risiken sehen, was ja auch vollkommen richtig ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist auch nochmal ein Punkt, den ich an der Stelle erwähnen möchte, wenn ein Unternehmen einen Freelancer sucht für ein Projekt und es nicht direkt beauftragt, sondern dieser Beauftragung über einen Dritten, zum Beispiel eine Agentur, läuft, dann gibt es ja zwischen dem Unternehmen und dem Freelancer gar keine rechtliche Verbindung. Tatsächlich arbeitet er vielleicht vor Ort, das kann schon sein, aber ansonsten gibt es rechtlich keine Verbindung zwischen dem Unternehmen, also dem eigentlichen Auftraggeber oder dem Endkunden, wie man ja auch sagt, und dem Freelancer. Und da ist eigentlich dann schon mal sozusagen eine Stufe dazwischen, wo das Unternehmen eigentlich streng genommen gar kein Risiko in dem Sinne hat, weil vertragliche Verbindung gibt es nicht. Und die Rentenversicherung wendet sich, wie gesagt, immer an den Auftraggeber, also an den Vertragspartner. Natürlich haben die Unternehmen mittlerweile auch solche Compliance-Systeme zum Teil installiert, um auch dieses Thema, nicht nur, aber auch dieses Thema zu beleuchten. Es gibt einige Unternehmen, die alle halbe Jahr so die sozusagen Freelancer-Beauftragungen prüfen. Es gibt ein Unternehmen, das macht das, glaube ich, mit so einem Ampelsystem, mit Ampel, grün, rot oder auch gelb, und prüft das dann immer wieder mit Nachfragen, wie sieht es aus, was hat sich verändert, und wenn dann die Ampel auf rot springt, dann wird auch teilweise ganz brutal dieser Freelancer da rausgekickt. Warum auch immer, habe ich auch schon Dinge erfahren und gehört, wo ich auch nicht nachvollziehen konnte, warum es so ist, aber gut, sei es drum. Also die Unternehmen haben natürlich da schon ein Interesse, was auch völlig legitim ist, ihr Risiko zu reduzieren. Und es gibt Unternehmen, deswegen in diesem rosa Block, Rechtsform des Auftragnehmers. Es gibt Unternehmen teilweise, die wirklich ganz klar sagen, wir machen überhaupt nicht mehr mit Einzelpersonen, sondern nur noch mit juristischen Personen. Oder GbRs, wobei die GbRs aus meiner Sicht das Problem überhaupt nicht lösen, aber es ist noch ein anderes Thema. Aber es gibt auch Unternehmen, die ganz klar sagen, wir beauftragen nur noch juristische Personen, also GmbHs oder UGs. Und teilweise wird das dann noch weiter gesteigert. Natürlich ist es so, dass wenn nicht die Einzelperson Vertragspartner ist, sondern eine juristische Person, das eine völlig andere rechtliche Grundlage hat. Denn eine juristische Person ist ja klar, die kann nicht scheinselbstständig sein. Es ist ja nur ein Konstrukt. Gibt es ja in dem Sinne, gibt es die GmbH ja nicht. Also kann ich ja nicht anfassen oder irgendwie so, sondern es ist ja eine juristische Struktur. Und deswegen ist das natürlich schon auch mal ein höheres Risiko, eine Reduzierung des Risikos und erhöht die Sicherheit. Es ist auch nicht hundertprozentig, aber es geht schon nah an 100% ran. Das Problem ist nur, oder praktische Problem ist nur, dass sehr viele Freelancer nicht deswegen eine UG oder GmbH gründen möchten, was ich auch gut verstehen kann, um dieses Problem in Anführungszeichen zu lösen oder zu beseitigen, weil das natürlich für den Freelancer ein Riesenaufwand ist, muss man schon sehen. Und sehr viele Freelancer sind ja Freiberufler, also steuerliche Freiberufler, steuerlich betrachtet. Das sind sie ja als GmbH oder UG natürlich nicht mehr. Das sind gewerbliche Unternehmen, da kommen sie um die Gewerbesteuer nicht mehr herum und auch um viele andere Dinge nicht herum. Und deswegen ist es für viele Freelancer natürlich aus gutem Grund gar kein Argument oder auch keine Perspektive zu sagen, ich mache jetzt eine GmbH auf. Manche tun es trotzdem, weil die einfach einen Auftrag gerne haben wollen oder vielleicht auch haben müssen. Aber es ist natürlich aus Sicht des Freelancers nicht unbedingt die Ideallösung. Nur in Anführungszeichen, um dieses Problem zu vermeiden. Es ist aber eine Möglichkeit, selbstverständlich.
Und natürlich, was die Tätigkeit angeht und was die Bedingungen der Tätigkeit angeht, das sagte ich ja vorhin schon mal, müssen eigentlich alle, sowohl der Auftraggeber und sicher auch der Freelancer auf einem gewissen Eigeninteresse, sich sicherlich mal vorab, aber auch im Laufe eines Projektes oder Tätigkeit anschauen, wie sieht es denn aus mit den Bedingungen? Wie ist das, wie läuft das? Denn viele Dinge werden am Anfang schon richtig in die richtige Richtung gebracht, aber dann spielt sich das so nach und nach ein. Man ist dann doch über Monate, ja manchmal sogar über Jahre in einem Projekt, ist nun mal so. Und dann schleifen sich so Sachen rein. Und dann ist das vielleicht nach einem halben Jahr gar nicht mehr so, wie man das eigentlich gedacht hat. Und wenn dann eine Prüfung irgendwann kommt, die das dann vielleicht irgendwie herauskriegt, dass sich die Dinge so und so entwickelt haben, dann hat man natürlich da schlechte Argumente. Das heißt, was ich sagen will, ist, Scoring-System ist so ein Stichwort, dass man selber, also der Freelancer, der Auftraggeber, sich die Situation vor Ort am Anfang, aber auch zwischendrin mal ab und zu anguckt, nicht jede Woche oder so, aber vielleicht nach einem halben Jahr, wenn das längere Projekte sind und guckt, haben wir eigentlich immer noch die Bedingungen, wie wir sie gedacht haben oder habe ich inzwischen was verändert in der Tätigkeit, haben sich die Rahmenbedingungen hier verändert und so weiter. Also das sind Dinge, die man permanent eigentlich sich angucken muss. Die kann man nicht einmal sagen, so ist es und dann läuft das so, weil in der Praxis ist eben doch ein bisschen anders läuft häufig und sich die Dinge dann anders entwickeln, als man das vielleicht am Anfang gedacht hat. Also insofern hat das Unternehmen mit so einem Compliance-System sicher eine Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen, aber der Freelancer kann das natürlich auch, weil er erbringt ja die Leistung und er kennt die Bedingungen und das ist so ein permanenter Prozess. Das ist also nicht mit einmal erledigt und dann ist das Thema durch. Das muss man natürlich auch sehen, dass man das begleiten muss. Genau, also das heißt, ein Compliance-System, um den Überblick so ein bisschen auch zu bewahren, aber vielleicht auch die Zusammenarbeit mit dem Freiberufler auf Augenhöhe. Also richtig. Im Zweifelsfall muss man sich halt auch einfach kennen und direkt vorab besprechen, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann. Genau. Vielleicht noch ganz kurz im Überblick, das finde ich ganz spannend, aber ich würde jetzt vielleicht nicht mehr auf die Details eingehen, sondern nur so zusammenfassen, dass es verschiedene Instanzen gibt, die sich mit dem Thema befassen und die auch oft vermischt werden. Deswegen kann man da vielleicht noch einen kurzen Überblick geben. Gerne. Also Betriebsprüfung alle 4 Jahre ist richtig. Unternehmen werden in der Regel alle 4 Jahre geprüft, wenn sie denn feste Mitarbeiter haben, weil da ganz routinemäßig geprüft wird, ob die Beiträge, die Sozialversicherungsbeiträge entsprechend abgeführt werden und so weiter. Das ist eine Routinegeschichte. Die findet deswegen alle 4 Jahre statt, weil nach 4 Jahren die Verjährungsfrist eintritt. Das heißt also, wenn eine Prüfung nach 5 Jahren stattfinden würde, kann die zwar auch 5 Jahre zurückprüfen, das kann die machen, aber die könnte 1 Jahr nicht mehr Beiträge, keine Beiträge oder unterlassene Beiträge mehr fordern, weil die Verjährungsfrist eben 4 Jahre beträgt. Deswegen versucht die Rente schon so in diesem 4-Jahres-Rhythmus Unternehmen zu prüfen. Geprüft werden Unternehmen, wie gesagt, die Mitarbeiter haben. Geprüft wird keine Einzelperson, also der Freelancer, der keinen Mitarbeiter hat, bekommt keine Betriebsprüfung. Der kann zwar über eine Betriebsprüfung bei seinem Auftraggeber oder Vermittler in so eine Prüfung mit reingezogen werden, das ist klar. Aber er selber wird, wenn er keinen Mitarbeiter hat, selber nicht geprüft werden, sondern das werden in der Regel nur die Unternehmen, Auftraggeber oder auch die Agenturen, die Vermittler, weil die ja auch Mitarbeiter haben. Nicht nur Freelancer, sondern meist ja auch Mitarbeiter. So, geprüft wird in der Regel, ich sage mal zu 99% von der Rentenversicherung, entweder Rentenversicherung Bund, das ist sozusagen ja die Oberinstanz, oder auch von den regionalen Ablegern, Nord oder wie die auch alle da heißen, Rheinland-Pfalz, wie auch immer. Das ist aber letztlich immer die Rentenversicherung, die es prüft. In wenigen Fällen auch mal die Krankenversicherung, das ist aber sehr, sehr selten. Früher war ja die Krankenversicherung auch als Institution gedacht, ganz ursprünglich, aber da die dann sehr schnell ihre Versicherten immer durchgewunken haben und eher auf die Freiberuflichkeit ihnen bescheinigt haben, hat der Gesetzgeber gedacht, nee, das ist irgendwie, das ist zu einfach und hat ihnen eigentlich diese Kompetenz letztlich wieder genommen. Also im Endeffekt entscheidet das die Deutsche Rentenversicherung und die Agentur für Arbeit ist da eigentlich erstmal nicht involviert. Die hat was zu tun mit dem Thema Arbeitnehmerüberlassung. Wenn ein Unternehmen eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis hat,
dann wird ab und zu, aber auch eher zufällig und ich denke auch eher sporadisch, außer es gibt einen Vorgang, einen Fall von der Agentur für Arbeit, die vergibt ja auch diese Genehmigung für Arbeitnehmerüberlassung, dann kommt da vielleicht mal eine Prüfung, aber das ist jetzt nichts Routinemäßiges und das ist also eher selten der Fall. Und die Gerichte, die mit der Thematik zu tun haben, sind in der Regel immer die Sozialgerichte. Also das Arbeitsgericht ist jetzt hier, sehe ich jetzt gerade, das ist insofern bei Statusklage und so weiter nicht richtig. Also das Sozialgericht oder die Sozialgerichte, Sozialgericht ist ja die erste Stufe, dann gibt es Landessozialgericht und BSG, die sind zuständig für diese Thematik mit dem Thema Statusklage, Rentenversicherungspflicht, also dieses Grundthematik Scheinselbstständigkeit und beziehungsweise Rentenversicherungspflicht. Die Arbeitsgerichte sind dann zuständig, wenn einer der Parteien, der Auftraggeber oder der Auftragnehmer, zum Arbeitsgericht läuft und sagt, ich sehe mich gar nicht als selbstständig. Das wird, wenn überhaupt, natürlich meistens nur der Auftragnehmer sein, weniger der Auftraggeber. Da muss aber der Auftragnehmer was unternehmen und machen. Die Arbeitsgerichte werden natürlich nicht von alleine tätig. Die Sozialgerichte natürlich auch nicht. Die brauchen auch einen Anlass, in der Regel eine Klage. Aber die ganzen sozialversicherungsrechtlichen Probleme landen, wie gesagt, bei den Sozialgerichten. Und beim Arbeitsgericht landen halt die arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen, die aber genau genommen mit dem Thema Scheinselbstständigkeit auch unmittelbar gar nichts zu tun haben. Weil die Frage, ob jemand Arbeitnehmer ist, ist ja nicht identisch mit dem Thema Scheinselbstständigkeit. Das ist übrigens auch eine Geschichte, die immer wieder miteinander vermischt wird. Wenn festgestellt wird, dass ein Selbstständiger sozialversicherungspflichtig ist, dann hat das nur zur Folge, nur in Anführungszeichen, dass der Auftraggeber die Sozialversicherungsbeiträge für diesen Menschen nachzahlen muss, für den Zeitraum, wo er tätig war. Punkt. Mehr passiert da nicht. Es hat weder arbeitsrechtliche noch steuerrechtliche Folgen. Null, 0,0. Diese Folgen, arbeitsrechtlichen Folgen, wie zum Beispiel Kündigungsschutz, Urlaubsanspruch und was auch immer, oder auch die steuerlichen Folgen, Umsatzsteuerproblematik, Lohnsteuer, das hat nur dann, kommt nur dann zum Tragen, wenn vor dem Arbeitsgericht ein Verfahren geführt wird und es festgestellt wird, dass der Freelancer nicht Freelancer war, sondern Arbeitnehmer. Dann habe ich eine ganz andere Situation, dann habe ich ganz andere Folgen. Aber das passiert eben nur, wenn jemand zum Arbeitsgericht geht und dort seinen Status im Prinzip einklagen will, weil er sagt, ich sehe mich nicht als selbstständig an, sondern ich sehe mich als Arbeitnehmer an. Das kommt immer wieder vor, das gab es früher auch schon, natürlich lange vor diesem Thema. Aber das ist eher die Ausnahme, weil doch die meisten Selbstständigen ganz überwiegend sich als selbstständig betrachten und sich auch selber gegen diese Einstufung der Rentenversicherung häufig zur Wehr setzen, weil dann, ich will mich in diese Kategorie abhängig Beschäftigter oder sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter rein. Ich bin selbstständig und ich wehre mich gegen diese Einstufung. Also insofern ist das, arbeitsgerichtliche Verfahren sind eher selten, die kommen vor, natürlich, selbstverständlich, aber sind, glaube ich, eher selten. So, und vielleicht nur ganz kurz, sorry, nur noch mal, wenn wir mal einmal eben kurz zurückgehen, nur zwei Sätze zu dem letzten Punkt, Zollstaatsanwalt. Auch das ist ein Thema, was häufig immer wieder in den Zusammenhang kommt, ja, wie ist denn das mit Strafrecht und passiert da was? Ganz kurz gesagt, die Rentenversicherung interessiert sich nur für ein einziges Thema und das ist Geld, Beiträge. Alles andere interessiert die überhaupt nicht. Und auf einer Betriebsprüfung wird niemals ein Strafverfahren kommen. Niemals. Das Strafverfahren, also Zoll, Staatsanwalt, das kommt dann eventuell zustande, wenn zum Beispiel der Zoll eine Prüfung macht, das dürfen die auch, machen die auch öfter schon, also öfter als früher. Und wenn der Zoll etwas prüft, auch Thema Scheinselbstständigkeit, was durchaus passiert, dann gibt es immer so quasi eine Linie zur Rentenversicherung irgendwann, die das prüft, ob da Beiträge nachzuzahlen sind und so weiter. Und dann gibt es eine Schiene zum Staatsanwalt, Strafverfahren. Ob das dann zu einem Strafverfahren, einem großen Verfahren führt, ist eine andere Frage. Aber das ist wirklich nur unter diesen bestimmten Bedingungen der Fall. Unter normalen Bedingungen, normale Betriebsprüfungen oder auch Statusverfahren wird es niemals irgendwelche strafrechtlichen relevanten Dinge geben. Nur um das mal nochmal ganz kurz anzusprechen. Also die Gefahr besteht da in keinster Weise. Ich würde jetzt, weil wir ein bisschen im Verzug sind, da nur noch ganz schnell einmal kurz zusammenfassen, dass es unterschiedliche Folgen gibt. Also hier einmal die sozialversicherungsrechtlichen Folgen. Ich glaube, wir haben es schon erwähnt, dass damit dann eben
der Eintritt der Versicherungspflicht folgt, der ist aber von den anderen Themen abzugrenzen, richtig? Mhm. Richtig, genau. Und da vielleicht auch nochmal ganz, kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass es ja nicht nur Freiberufler, wie jetzt hier wahrscheinlich überwiegend anwesend sind, aus der Wissensarbeit sozusagen, sondern eben auch viele aus dem Speditionsgewerbe oder Kurierfahrer. Also es wird ja an allen möglichen Berufsgruppen. Es trifft im Prinzip, das kann man ganz einfach sagen, es trifft tendenziell alle Selbstständigen und es kann alle Selbstständigen treffen. Das hat mit der Branche speziell überhaupt nichts zu tun, wenngleich ich schon den Eindruck habe, dass die Rentenversicherung so, ich will mal so sagen, so ein bisschen ab und zu so konzertierte Aktionen durchführt. Beispielsweise hatte ich vor 2-3 Jahren eine unglaublich hohe Anfrage aus dem Bereich Promotions, Events. So, da hatte anscheinend die Rente sich mal so ein Thema vorgenommen und hat so Promotions-Agenturen, die also mit freiberuflichen Promotern arbeiten, die in Baumärkten und Supermärkten irgendwas anpreisen, hatte sich da irgendwie anscheinend drauf konzentriert. Und es gab auch eine Zeit, da wurden, Sie haben es hier irgendwo, glaube ich, erwähnt, Fahrer, Kurier, Spedition, waren eine Zeit lang ganz doll im Fokus. Das sind die immer noch, aber es gibt ab und zu so Aktionen, wo man denkt, oder wo ich meine zu merken, da ist auf einmal ein Schwerpunkt gesetzt und dann haben sie sich konzentriert, was nicht heißt, dass sie die anderen vergessen oder so, aber tendenziell sind eigentlich alle Selbstständigen tendenziell im Fokus und früher oder später kann jeder Selbstständige oder der Auftraggeber vor allen Dingen eines Selbstständigen damit konfrontiert werden. Das ist ganz klar, ja. Das heißt, da das jetzt auch die wichtigsten Folgen sind sozusagen, da ja auch die meisten Prüfverfahren drüber laufen, würde ich zu den strafrechtlichen Folgen auch noch mal ganz kurz sagen, dass das eigentlich nicht der Regelfall ist. Richtig. Und dass da zum Beispiel auch ein Compliance-System gut Abhilfe schaffen kann, weil man damit nachweisen kann, dass man seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Korrekt. Genau, welche? Ja, ich hole auch gar nicht so weit aus, aber tatsächlich, gerade weil alle reden immer über die Sozialversicherung und Rentenversicherung und so weiter. Wir haben ja schon gehört, dass, ich sehe keinen Ton, allerdings bei den anderen allen schon. Deswegen denke ich, muss das ein Einzelfall sein. Genau, Rentenversicherung ist ein großes Thema. Wir haben auch schon gehört, Betriebsprüfung durchs Finanzamt findet jetzt nicht so oft statt, gerade so bei den Kleinstunternehmen. Und so als Solo-Selbstständiger ist man doch Kleinstunternehmen. Statistisch gesehen darf man so ungefähr alle 70 bis 80 Jahre mit einer Betriebsprüfung vom Finanzamt rechnen. Und auch da wird jetzt, wenn Solo-Einzelselbstständiger geprüft wird, vom Finanzamt nicht darauf geprüft, ob dieser Selbstständige eventuell vertraglich gesehen irgendwie scheinselbstständig sind, sondern das Finanzamt ist erstmal da und schaut, ob die Versteuerung richtig vorgenommen wird. Allerdings, wenn, und um es mal bildhaft auszusprechen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und am Ende zu dem Schluss gekommen wird, Mensch, das war gar keine selbstständige Tätigkeit, sondern eigentlich war das die letzten Jahre in erster Linie eine Angestellten-Tätigkeit, dann verändert das natürlich auch steuerlich einiges, weil ich dann plötzlich nicht mehr Selbstständiger bin und auch die ganzen Möglichkeiten, die ich als Selbstständiger habe, unter Umständen dann nicht mehr haben. Und dann wird das natürlich mit einem Fragezeichen versehen. Und eigentlich ist das, um die Auswirkungen überhaupt mal anzusprechen, weil es wird immer über die Rentenversicherung und Sozialversicherung gesprochen, relativ wenig über das ganze Thema, was hat das steuerlich eventuell noch für einen Rattenschwanz. Es gibt ja 2 bzw. 3 Steuerarten, die jeder Selbstständige zahlt. Das sind einmal immer die Einkommensteuer, dann ist es die Umsatzsteuer in der Regel und für diejenigen, die jetzt nicht freiberuflich tätig sind, auch die Gewerbesteuer. Am ärgerlichsten und am schmerzhaftesten wird es generell in jeder Betriebsprüfung immer, wenn es um die Umsatzsteuer geht. Und bei der Umsatzsteuer, die muss ich ja abführen, indem ich quasi Umsatzsteuer vereinnahme. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, als IT-Freelancer einen Tagessatz habe von 800 Euro und davon 20 Tage im Monat in Rechnung stelle, dann bin ich ja bei 16.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer. Das ist schon ein gewisser Umsatzsteuerbetrag, den ich da in Rechnung stelle. Und den bekomme ich ja auch von meinem Auftraggeber überwiesen, muss den dann im Rahmen der monatlichen oder quartalsweisen Umsatzsteuervoranmeldung, kann das verrechnen mit meinen Vorsteuerbeträgen und gebe dann eine Umsatzsteuervoranmeldung ab. Wenn jetzt das Finanzamt aber zu dem Schluss kommt, das war ja gar keine selbstständige Tätigkeit mehr, dann habe ich einmal diese Umsatzsteuer falsch ausgewiesen und ich habe auch unter Umständen keinen Vorsteuerabzug, weil als Angestellter habe ich keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, meine ganze Kostenseite, die ich getragen habe, wo ich Kosten geltend gemacht habe und die Vorsteuer gezogen habe, das wird mir unter Umständen aberkannt, wenn das Ergebnis ist, dass ich ja abhängig beschäftigt war.
Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe an Problemen für alle, quasi für den Auftraggeber auch. Der hat Umsatzsteuer gezahlt und dem wird unter Umständen die Vorsteuerabzug dann verwehrt. Aber für die Selbstständigen selbst haben auch das Problem, dass sie halt für alle Kosten eventuell die Vorsteuer nicht mehr geltend machen können. Und bei der Umsatzsteuer ist es halt besonders schmerzhaft, weil die Beträge sehr, sehr schnell hoch sind. Das heißt, wenn ich da plötzlich für 2 Jahre, 3 Jahre rückwirkend alle geltend gemachten Vorsteuerbeträge zurückerstatten muss, die ich geltend gemacht habe im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung, dann wird das sehr schnell eine hohe finanzielle Belastung. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was grundsätzlich auch immer mitschwingt. Genau, Kommentar auch. Und dann die Zinsen. Das Finanzamt verzinst mit 6%. Ich weiß nicht, wo man die sonst noch so bekommt, aber 6% Zinsen auf Steuerzahlungen sind dann auf jeden Fall schmerzhaft. Der andere Part ist, und damit kommen wir zur nächsten Folie, ist das ganze Thema Einkommensteuer. Als Selbstständiger macht man ja selbst seine Einkommensteuer, zahlt quartalsweise Einkommensteuervorauszahlung und kann natürlich alle möglichen Betriebsausgaben dann gegenrechnen. Wenn jetzt das Finanzamt auch zum Schluss kommt, das war ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis, ändert sich auch quasi die Struktur meines Einkommens. Das heißt, ich habe nicht mehr Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit, sondern ich habe ja dann Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Das hat auch noch einige Konsequenzen, dann kann ich plötzlich nur noch Werbungskosten absetzen und bei Werbungskosten gibt es deutlich engeren Korridor, was ich denn eigentlich absetzen kann als beim Thema Betriebsausgaben. Da ist man als Selbstständiger ja ein bisschen freier in der Gestaltung, was man eventuell auch vorfinanzieren kann oder um bestimmte Projektakquise zu betreiben, vorher an Kosten haben kann und eventuell auch Verluste machen kann. Da sind die Möglichkeiten als Angestellter zumindest deutlich mehr eingeschränkt. Das heißt, für das Arbeitsverhältnis, wo dann festgestellt wird, dass es unter Umständen ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis war, da wird das dann umgeändert. Wenn ich jetzt mehrere Kunden haben sollte und ich habe 3 große Kunden und bei dem einen Kunden wird festgestellt, das war keine selbstständige Tätigkeit, sondern da reden wir über ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis, dann ändert sich natürlich das für diesen Kunden und dann habe ich für diesen Kunden, also die Tätigkeiten, das Einkommen, was ich aus diesem Auftrag gezogen habe, sind dann Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und muss quasi Werbungskosten dagegen rechnen. Um ehrlich zu sein, ich habe das selbst bisher Gott sei Dank noch nicht so ganz häufig erlebt, aber dann anschließend auch durch die Buchhaltung zu gehen und zu bewerten, welche Ausgaben jetzt wofür da waren und das zu korrigieren und das wird finanziell, aber es ist vor allen Dingen dieses ganze Auseinanderrechnen und dieses Prüfverfahren zieht sich über eine ganze Weile hin, weil meistens hat man schon Ärger genug gehabt mit der Rentenversicherung, wo es ja meistens anfängt. Dann kommt das Finanzamt. Wenn man dann noch die Gewerbesteuer auch noch dranhängen hat, dann sind das unter Umständen die Gemeinden, weil die Gewerbesteuer von den Gemeinden erhoben wird. Da kann ich gar nicht so allgemeine Szenarien aufzählen, was denn da passiert, weil das dann tatsächlich schon sehr, sehr individuelle Fälle sind und auch geschaut werden muss, wie umfangreich wird denn jetzt unter Umständen das Einkommen anders bewertet und zu welchem Schluss kommt denn da eine Betriebsprüfung. Aber wenn man vielleicht bei der Rentenversicherung sich noch zurücklehnt und sagt, naja, in erster Linie ist ja der Arbeitgeber derjenige, der bluten muss und sowas, sind wir insbesondere in dem Bereich des Steuerrechts, kann das da auch ja sehr schmerzhaft werden, finanziell gesehen. Grundsätzlich muss das Finanzamt auch nicht 100% der gleichen Überzeugung sein wie die Rentenversicherung. Also die können durchaus unterschiedlicher Auffassung sein. Und wenn das aber erstmal der Stein beim Finanzamt ins Rollen gekommen ist, dann haben wir da nicht mit den Sozialgerichten oder Arbeitsgerichten zu tun, sondern dann ist es halt eine Betriebsprüfung beim Finanzamt. Und wenn ich mich da dann streiten möchte mit dem Finanzamt oder streiten muss, weil ich sonst nicht rauskomme, dann bin ich natürlich bei den Finanzgerichten. Ist ein bisschen so ein Domino-Effekt, der dann quasi ins Rollen kommt. Und genau, und das ist in erster Linie das eigentlich, was ich nochmal schnell knapp umreißen wollte, weil das immer so ein Thema ist. Das wird immer mal vergessen, aber wenn es denn soweit ist, dann schwierig und häufig auch, ja, das zieht sich tatsächlich teilweise dann auch über Jahre, diese ganzen Verfahren. Ich drücke doch zumindest allen die Daumen, dass das denn nicht kommt. Wie kann man denn, also da war jetzt kurz die Frage, wie man sich denn sicher sein kann, ob man sich absolut ab und zu beraten lassen kann. Kann man jetzt da auch sagen, dass das dann pro Auftrag untersucht wird oder wird es dann für die komplette Zeit bewertet? Weil ansonsten könnte ja man vielleicht als Rat geben, auch einfach eine gute Finanzbuchhaltung, eine nachvollziehbare, also einen guten Verlauf, dass man im Zweifel nachvollziehen kann, für welchen Auftrag war das?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich sollte man, es ist natürlich immer die Frage der Angemessenheit auch in der laufenden Buchhaltung. Das ist, wenn ich jetzt alles immer allen Projekten zuordnen kann, das ist teilweise einfach sehr, sehr schwierig. Das grundsätzlich muss man ja für die Buchhaltung, muss man alle Unterlagen 10 Jahre aufbewahren. Das heißt, da kann man grundsätzlich, Betriebsprüfung kann bis zu 10 Jahre zurückgehen. Die 10 Jahre laufen auch nicht ab sofort, sondern die laufen erst mit ein bisschen Verzug. Deswegen kann das teilweise bis zu 11 oder 12 Jahre rein praktisch zurückgehen, weil es kommt auf den Zeitpunkt drauf an, wann der Jahresabschluss und die Steuer abgegeben worden sind. Deswegen, da kann es schon sehr weit zurückgehen. Was ich grundsätzlich empfehle, ist grundsätzlich gute, saubere Dokumentation, ja. Man kann beim Finanzamt grundsätzlich auch immer anfragen. Also das Finanzamt, und das ist vielleicht generell zu einer generellen inneren Geisteshaltung dem Finanzamt gegenüber, das Finanzamt ist grundsätzlich auch nicht der Feind und das Finanzamt ist auch nicht, ja, es ist keine Partei, vor der man super Angst haben muss. Und das heißt, wenn man sich unsicher fühlt in einigen Bereichen, dann kann man vorher tatsächlich auch einfach anfragen, wie die bestimmte Dinge bewerten. Man kann sogar tatsächlich auch verbindliche Auskünfte beim Finanzamt einholen. Das kostet meistens, ist in dem Bereich jetzt auch, denke ich, nicht zwingend notwendig, aber generell eine gute Dokumentation und vor allen Dingen ganz wichtig, die 10 Jahre Aufbewahrungspflicht ist wichtig, weil wenn man diese 10 Jahre Aufbewahrungspflicht nicht einhält, dann wird das Finanzamt einfach schätzen, was da gewesen ist. Und das tun sie meistens nicht zu den Gunsten der Selbstständigen. Okay. Ich glaube, damit haben wir jetzt schon mal einen guten Teil geschafft. Ich glaube, so ein bisschen die Stimmung ist oft nach dem Tenor, habe ich das Gefühl, gedrückt. Ja, das tut mir auch so ein bisschen leid. Ich komme am Ende so, die Stimmung war schon am Tiefpunkt und ich unterbiete sie noch einmal. Es ist natürlich leider ein Thema, was keinen Spaß macht und was natürlich schmerzhaft, wenn es soweit ist. Ich glaube, wichtig ist es, die Gefahr zu kennen und auch gerade in dem Bereich das zu kennen. Grundsätzlich die gute Nachricht an dem Ganzen ist tatsächlich, wenn man selbst eine Betriebsprüfung hat. Das habe ich noch nie mitbekommen. Ich will nicht ausschließen, dass es das nicht auch geben kann, wenn man selbst eine Betriebsprüfung haben sollte. Die prüfen in der Regel danach nicht, weil das Finanzamt prüft, was ist da, was wurde versteuert und so weiter. Und das für das Finanzamt, die sind dafür da, dass die Versteuerung richtig vorgenommen wird. Und denen ist initial nicht daran gelegen, selbstständige Einkünfte jetzt in nicht selbstständige Einkünfte umzuwandeln, weil der Steuersatz ist für beide Einkunftsarten der gleiche. Und wenn die Steuern sauber berechnet wurden und abgeführt worden sind, dann geht von Seiten des Finanzamts da eigentlich auch nicht die Gefahr aus, dass da das Fass Scheinselbstständigkeit aufgemacht wird. Okay, vielen Dank, Melchior. Ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich genug Stoff, um zu diskutieren und um vielleicht auch mal zu diskutieren, was könnte man denn besser machen? Wie kann man vielleicht das Thema ein bisschen positiver formulieren auch? Und da freue ich mich jetzt sehr, dass ich Katharina Bruns und Andreas Lutz und auch Herr Dr. Grunewald nochmal auf die Bühne bitten darf. Sorry für die Verspätung, aber ich glaube, es war viel Stoff zu behandeln. Ja, jetzt freue ich mich, ein bisschen ins Eingemachte zu gehen und nochmal zu diskutieren, wie kann man das Ganze vielleicht verbessern und was passiert gerade politisch, damit man so ein bisschen die Lage nochmal neu besprechen kann und neu evaluieren. Vielleicht, ich würde gerne mit Ihnen, Herr Dr. Grunewald, nochmal anfangen, um so ein bisschen den aktuellen Stand, also wie kritisch schätzen Sie die Lage aus Ihren Erfahrungen ein? Also wie aussichtslos, weil es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, ist das Thema? Denn kann man dem gerecht werden und wie kann man dem am besten gerecht werden? Also ist dieser logische Ansatz, wir schauen jetzt einfach, dass wir nicht weisungsgebunden sind und legen das so ein bisschen nach den Kriterien, die es gibt, aus. Ist es erfolgsversprechend oder wie schätzen Sie die Lage ein? Also grundsätzlich jetzt erstmal vielleicht nur noch eine Bemerkung ganz kurz zu dem Kollegen von eben, vielleicht zur Stimmungsaufhellung beizutragen. Das Finanzamt interessiert sich tatsächlich so gut wie überhaupt nicht für das Thema und hat nebenbei auch andere Kriterien. Das ist nicht identisch. Das Steuerrecht und das Sozialrecht sind nicht das Gleiche. Und es gibt ja auch keine Verbindung zwischen diesen beiden Institutionen. Also das heißt, eine Betriebsprüfung von der Rente führt ja nicht zu einer Betriebsprüfung des Finanzamts oder umgedreht. Das sind völlig eigenständige Institutionen, die ihre Blick auf ihre Situation haben, steuerliche oder eben sozialversicherungsrechtliche. Und ich habe das bisher extrem selten erlebt, wirklich ganz, ganz selten, dass man das Finanzamt dieses Thema aufgebracht hat. Also die Gefahr, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich aus der Praxis überhaupt nicht sehen und halte ich auch für sehr, sehr, sehr gering, dass ein Finanzbeamter in der Prüfung das Thema Scheinselbstständigkeit aufbringt. Zumal das dem Finanzamt ja auch
kaum was bringt, wie der Kollege völlig richtig sah, Lohnsteuer und Einkommensteuer sind zwei Begriffe für dasselbe. Es bringt ja dem Finanzamt letztlich nicht viel, ob es jetzt als Lohnsteuer rechnet oder als Einkommensteuer. Gut, das Untersteuerthema könnte es ausbringen, aber das ist am Ende auch eine Art Nullsummenspiel, wenn dann die Rechnung korrigiert werden. Also nur ganz kurz dazu. Also Finanzamt sehe ich jetzt eigentlich in diesem Thema fast überhaupt nicht. Außer eben, was ich sagte, man geht zum Arbeitsgericht, führt da einen Prozess, wird als Arbeitnehmer eingestuft, aber dann, da ich mal ganz ehrlich, hat man sich auch selber zuzuschreiben. So. Zum Thema Sozialversicherung, Rentenversicherung, ja, was kann man machen? Was man machen kann, wir haben ja vorhin einige Sachen angesprochen oder ich habe sie angesprochen. Die Situation hat sich von der Entwicklung her nicht grundsätzlich verändert in meinen Augen. Die Rechtsprechung, dachte ich ja auch schon, hat immer mal wieder Kriterien dazu gebracht, hat hier mal wieder was ein bisschen vorangebracht, da hat man neue Kriterien oder neue Aspekte reingebracht. Aber im Kern ist es so, dass die Rentenversicherung nach wie vor mit hoher Motivation nach Beitragszahlern fahndet und mit sehr hoher Motivation versucht, Selbstständige in diese Versicherungspflicht, sei es scheinselbstständig, also Sozialversicherung oder auch Rentenversicherung, definieren. Daran hat sich nicht grundsätzlich was verändert in meinen Augen und meiner Erfahrung. Und die Rechtsprechung, sagte ich ja auch schon, ist am Ende eine Einzelfallentscheidung. Trotz dieser auch schon vielen Entscheidungen zu bestimmten Bereichen gibt es ja wirklich schon sehr viele Entscheidungen. Aber es ist immer eine Einzelfallsituation. Und je besser ich natürlich aufgestellt bin, also vertraglich, aber auch tatsächlich, je besser ich dann auf so eine Prüfung reagieren kann, weil ich im Prinzip die Dinge so eingestellt habe oder in die Richtung gebracht habe, desto besser sind meine Chancen, wobei man auch wiederum sagen muss, dass die Rentenversicherung ziemlich stur ist und auch ziemlich verbissen und häufig wirklich mit geradezu absurden, um nicht zu sagen völlig abwegigen Argumenten kommt, um irgendetwas so hin zu argumentieren, dass es eben gegen die Selbstständigkeit spricht. Dagegen kann man relativ wenig machen, sage ich mal so, aber wenn man es auf die Tatsachen bezieht und auf die rechtliche Grundlagen, dann kann man sich eben versuchen, wie gesagt, so gut wie möglich da aufzustellen. Aber eine Sicherheit, eine hundertprozentige, gibt es natürlich nicht. Die gibt es einfach nicht und die wird es auch nicht geben. Ich glaube auch nicht, dass die erreichbar ist. Und ich habe gerade, wenn ich das noch sagen darf, im Chat gesehen, dass einige geschrieben haben, ja, man kann ja ein Statusverfahren machen, dann hat man Ruhe. Das ist eine sehr trügerische Ruhe, die man hätte. Zum einen müssen Sie sich überlegen, dass viele Statusverfahren zu einem sehr langwierigen Verfahren führen, weil wir nämlich nicht das Ergebnis haben, selbstständig, sondern nicht selbstständig, sich der Auftraggeber dagegen aber wehrt, weil er eben keine Lust hat, diese Beiträge nachzuzahlen, auch der Selbstständige meistens das nicht möchte. Ja, und dann gibt es ein Verfahren nach dem Verfahren und ich habe nicht wenige Statusverfahren, die dann eben in ein Gerichtsverfahren münden und dann haben wir die Situation, dass wir solche Gerichtsverfahren haben, die dauern zwischen 3,5 bis 7, 8 Jahre, je nachdem. Ich habe einige Verfahren, die sind jetzt so im 7., 8. Jahr. Da reden wir dann über ein Projekt, das schon seit 6 Jahren zu Ende ist. Das gibt es schon gar nicht mehr. Es ist immer noch offen. Es ist immer noch nicht klar, was kommt dabei raus. Also das ist in meinen Augen völliger Irrsinn, was da passiert. Und außerdem, und das muss man sich ja auch vor Augen halten, ein Statusverfahren ist immer auf den Auftrag bezogen. Die können das ja nicht pauschal beantragen, selbstständig. Die können es immer nur auf den Auftrag beziehen. Das heißt konkret, wenn Sie einen Auftrag haben, können Sie ein Statusverfahren beantragen. Nach einem Jahr, nehmen wir mal an, haben Sie einen neuen Auftrag, können Sie ein nächstes Statusverfahren oder müssten Sie es rein formal juristisch ein neues Statusverfahren beauftragen. Wenn wir das ganz konsequent machen, das hatten einige Mandanten mir schon mal gesagt, wenn das alle Freelancer konsequent machen würden, dann würde die Rente nach einem halben Jahr zusammenbrechen, weil die das gar nicht bearbeiten könnte. Aber es macht eben keiner. Nur es ist immer auftragsbezogen. Das heißt, wenn ich für den einen Auftrag den positiven Bescheid bekomme, dann ist das abgehakt, wunderbar. Das heißt nicht, dass der nächste Auftrag automatisch auch so gesehen wird. Also das heißt, in meinen Augen ist das Statusverfahren, so wie es im Moment jedenfalls läuft und auch von der Rente betrieben wird, so ein bisschen, sag ich mal sagen, so ein Lockvogelangebot, nenne ich das mal, weil es wird ja von der Rente so getan, als würde man damit Sicherheit bekommen. Aber die kriegt man nicht in allen Fällen, klar, es gibt Fälle, da klappt das, nicht die Frage. Aber in vielen Fällen klappt das überhaupt nicht. Und natürlich bekomme ich nur die Fälle, die nicht funktionieren, das ist auch logisch. Aber wenn ich sehe, was da nicht funktioniert und mit welchen Argumenten die Rente kommt, um bei doch manchmal recht klaren Situationen trotzdem das in diese Richtung zu schieben,
dann frage ich mich schon, ob es Sinn macht, sich selbst dort ans Messer zu liefern, wenn ich das mal hart sagen darf, und so ein Verfahren loszutreten, mit dem man wirklich teilweise jahrelang beschäftigt ist. Und zwar nicht nur selber, sondern auch der Auftraggeber. Also da habe ich große Zweifel und ich persönlich rate in der Regel grundsätzlich davon ab, wenn es nicht ganz besondere Situationen gibt, die gibt es manchmal, wo man sagen kann, gut, hier macht es vielleicht Sinn, so ein Statusverfahren, weil die Bedingungen wirklich so relativ klar und eindeutig sind. Aber das sind sehr seltene Fälle. Also in der Regel bin ich überhaupt kein Freund von diesem Statusverfahren, weil ich die meisten Erfahrungen, die ich auch natürlich auch der Literatur zum Teil ja auch mitbekomme, auch von Kollegen, von Mandanten, die gehen nach hinten los und die führen nur zu langwierigsten Prozessen, an denen keiner wirklich Spaß hat und die wirklich keine Sicherheit bringen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Es ist besser, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, deswegen diese grundlegenden Dinge zu beachten, soweit man das kann, die praktische Seite, die juristische Seite, die rechtliche. Und da muss man mit dem Restrisiko leben. Es ist einfach so. Ja, das ist jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung zu dem aktuellen Geschehen, weil es gibt ja einen Gesetzesentwurf, der gerade auch so ein bisschen durch die Presse geht und auch gerade bei dir, Andreas und Katharina, auch schon für viel Diskussionsbedarf gesorgt hat. Da wird ja vor allem das Statusfeststellungsverfahren zu beschleunigen. Jetzt wahrscheinlich erstmal rhetorisch gefragt, wie sinnvoll ist das, Katharina? Hallo. Naja, das wäre sinnvoll, wenn das wirklich eine Veränderung wäre im Sinne der Selbstständigen, ne? Und im Sinne der Selbstständigkeit. Das ist natürlich in diesem Schnellverfahren, wie das jetzt gemacht wurde, nicht in dem Sinne eine Verbesserung, so wie es verkauft wird, sondern eigentlich ist das über so einen Hauruckweg jetzt gemacht worden, wurde nochmal angefasst, aber natürlich überhaupt nicht im Sinne von uns Interessenvertretungen oder auch Betroffenen und auch Selbstständigen. Eigentlich eine Unmöglichkeit in der Vorgehensweise. Und dagegen haben wir uns ja auch sehr deutlich gewehrt. Also es bringt de facto keine Verbesserung, denn das, was das Wichtigste wäre, ich glaube, das ist wahrscheinlich hier an diesem Abend schon rausgekommen, ist ja, dass eine Rechtssicherheit hergestellt wird. Und das leistet nun dieser kleine Miniwurf überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das ist weiterhin schwammig, Auslegungssache und so weiter. Und von daher kann man da jetzt nicht von irgendeiner Beschleunigung in unserem Sinne sprechen. Ansonsten wäre man natürlich dafür, dass so ein Statusfeststellungsverfahren entbürokratisiert wird. Aber natürlich, ich meine, wir vertreten die Interessen von Freien und Selbstständigen. Dann natürlich im Sinne der Selbstständigkeit. Und nach wie vor haben wir keine Klarheit darüber, was gilt denn jetzt? Wer gilt als Selbstständiger? Wer gilt als festangestellt? Es wird in der Debatte, wenn man das aufmerksam verfolgt, immer darum, als würde jeder eigentlich lieber angestellt sein. Und es ist eben immer im Sinne der Festanstellung ausgelegt, im Sinne des neuen, fröhlichen, künftigen Beitragszahlers. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was der Realität entspricht und was natürlich auch vielen Freien sehr stark die Arbeit erschwert und den Auftraggeber kriminalisiert. Und das ist natürlich nicht hinnehmbar. Dann vielleicht eine Frage, die ich an euch beide stelle, Andreas und Katharina, bei diesem Thema Positivkriterien, was ja von vielen oder gerade von euch auch vorgeschlagen wird. Ist es dann tatsächlich auch so, dass es einfach keine positive Formulierung von Selbstständigkeit gibt? Also schon allein im Rechtstext existiert es ja auch nur in Abgrenzung zum Angestelltensein. Wie könnten denn Positivkriterien für Selbstständigkeit aussehen? Also wie könnte man das abgrenzen, dass es eben für sich existiert und nicht nur in Abgrenzung zur Angestelltenarbeit? Ja, was könnte man sich als Positivkriterien vorstellen? Ein Positivkriterium könnte ja die Honorarhöhe sein. Also wenn der Auftraggeber mich fair bezahlt, und fair bezahlt heißt, dass ich ein höheres Honorar bekomme als ein vergleichbarer Angestellter, weil ich ja auch für meinen Urlaub, für Krankheit, für den Arbeitgeberanteil Vorsorge treffen muss, für Zeiten, in denen ich keine Aufträge habe. Wenn ich also deutlich mehr erhalte, dann könnte das doch ein Indiz sein für eine Selbstständigkeit. Und da hatte 2017 das Bundessozialgericht auch ein entsprechendes Urteil gefällt, das dann aber dieses Kriterium dann quasi so ein bisschen wieder zurückgenommen und anderen Kriterien wie der Weisungsgebundenheit untergeordnet. Aus welchen Gründen könnte man jetzt spekulieren? Das wäre ein lebensnahes Kriterium, denn für jeden von uns ist ja die Entscheidung, klar arbeite ich nur dann selbstständig und übernehme mehr Risiko, wenn ich entweder das wahnsinnig gerne machen möchte, oder wenn ich halt eine Prämie dafür bekomme, dass ich eben mehr Kosten und mehr Unsicherheit übernehme. Ein anderer Aspekt könnte sein,
wenn ich für die Altersvorsorge aufkomme und nachgewiesenermaßen für mich sozial vorsorge, dann wäre ja auch das ein Kriterium, was man heranziehen könnte, weil dann dieser Vorwurf, der sorgt dann nicht vor oder er bekommt nicht das Geld für die Vorsorge, ja, nicht greifen würde. Auch die Arbeitgebereigenschaft, die, wir haben das gehört, ja im Kontext der arbeitnehmerähnlichen Selbstständigkeit eine wichtige Rolle spielt. Also beschäftige ich jemand in Summe über 450 Euro, das könnte ein Kriterium sein. Man muss sich ja mal vorstellen, du hast Arbeitnehmer und dann heißt es, du selbst bist aber gar nicht selbstständig, scheinselbstständig. Wie passt das denn zusammen? Dann, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, das ist ja in der Praxis schon so, dass das eine Rolle spielt. Leider geht halt so eine GmbH mit ganz schön viel bürokratischem Aufwand einher, sodass das nicht für jeden so eine naheliegende Option ist. Aber dann halt Themen wie Berufshaftpflichtversicherung. Was wir uns natürlich auch wünschen, ist einfach der Aspekt der Freiwilligkeit. Also wenn wir das jetzt nicht mit Pizzaboten zu tun haben, sondern mit gestandenen Selbstständigen. Die Selbstständigen sind ja im Schnitt über 50 Jahre alt, die Solo-Selbstständigen. Da sind die meisten schon in der Lage, eine Vereinbarung zu treffen. Und die wissen schon, dass sie selbstständig sind und dass das Vor- und Nachteile hat. Diese freie Entscheidung der Vertragsparteien, etwas mehr zu respektieren, das wäre ja auch ein Thema. Ja. Dann bestimmte Vertragstypen, also wenn es einen Werkvertragscharakter hat oder auch so ganz pragmatische Dinge. Wenn ich mehrere Kunden habe, dann ist das ja gar nicht für mich praktikabel, dass ich jetzt bei jedem einzelnen Auftrag wieder neu entscheide, ist das selbstständig oder nicht, sondern wir brauchen da irgendwo Kriterien, die mehr auf meine Person oder auf mein Geschäftsmodell bezogen sind, wo dann der Betrachter von außen sagen würde, ja, also klar, das ist eine Selbstständigkeit. Ja, oder auch wenn ich sehr kleinteilige Aufträge habe, ich kriege einen Auftrag über 300 Euro, muss man da jetzt ernsthaft sich überlegen, ob das jetzt selbstständig oder abhängig beschäftigt sind. Der Umsatzanteil meiner sonstigen Kunden, das könnte ja auch ein Kriterium sein. Also nur, dass man sich mal was drunter vorstellt. Das wären solche Kriterien, an denen man festmachen könnte, wenn das jemand erfüllt, dann ist er selbstständig. Denn was wir uns wünschen, ist ja einfach, dass wir als Selbstständige wissen und auch unsere Auftraggeber wünschen sich das, was müssen wir denn tun, damit es nicht nachträglich in Frage gestellt wird. Neben diesen Kriterien gibt es dann andere Aspekte, wo man auch was tun könnte, zum Beispiel die Durchführungsanweisung veröffentlichen, die Clearingstelle rausnehmen aus der Rentenversicherung. Da ist ja offensichtlich, dass es Interessenkonflikte gibt oder auch bei den Sanktionen gucken, wenn das so schwierig ist, selbst für einen Rechtsanwalt zu entscheiden, ob jemand selbstständig ist oder nicht, sind dann die Sanktionen angemessen. Und ein Selbsttest wäre zum Beispiel etwas, was ich mir wünschen würde, also wo man sagt, wie es ist und dann eine Prognose bekommt. Also wenn das so ist, wie du sagst, dann wäre er selbstständig oder nicht. Das würde ja auch vielen, gerade auch bei der Gründung, helfen. Also das wären ganz, ganz viele Vorschläge, die wir auch gemacht haben. Und stattdessen ist eben das jetzt rausgekommen bei diesen Änderungen, die gerade beschlossen worden sind, was jetzt umgesetzt worden ist, Prognoseverfahren, Gruppenverfahren, mündliche Anhörung, Elementenfeststellung. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht uns nicht viel helfen oder sogar eher schaden. Da vielleicht noch zu zwei Kriterien, die da ja auch immer wieder für Unruhe sorgen in der Praxis, zum Beispiel bei Weisungsbindung und Eingliederung, weil du gesagt hast, das Honorar oder das Honorarthema wird dann dem häufig untergeordnet. Da scheint es ja in der Praxis auch zu sein, dass das Fachliche, also die fachliche Weisung versus eine arbeitsrechtliche Weisung, also ob ich jetzt jemanden thematisch eine Weisung erteile versus ob ich einen Urlaubsantrag von dem verlange, sind ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Gab es da schon mal Diskussionen, das abzugrenzen? Hältst du das für sinnvoll? Also wir haben 2019 ja drei Fachgespräche mit dem BMAS geführt. Natürlich haben wir da auch vielfach darauf hingewiesen, dass das nicht das Gleiche ist. Also dass ich schon einem Selbstständigen sagen muss, das erwarte ich von dir. Bitte streiche diese Wand in der Farbe. Ja? Ist ja in einem anderen Kontext auch klar, dass das eine fachliche Weisung ist. Irgendwo muss ich mich dann manchmal auch mit jemandem über den Zeitpunkt des Wandstreichens unterhalten. Wenn aber der andere die Möglichkeit hat zu sagen, also ich habe aber nur in drei Wochen an den beiden Tagen Zeit, dann heißt das ja nicht, dass ich dem jetzt kleinteilige Anweisungen
gebe oder das bestimme. Also das müsste man natürlich besser trennen. Aber für mich ist die Frage, ob dazu die Bereitschaft besteht, weil wir haben so viele mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbare Vorschläge gemacht. Und das, was wir jetzt bekommen haben, ist das Ergebnis. Ja, da fragt man sich ja, fehlt nur das Verständnis für die Solo-Selbstständigen oder auch der Wille, uns zu verstehen und uns ein kleines Stück entgegenzukommen. Und ja, da bietet dann die Bundestagswahl die Gelegenheit, auf diese Erkenntnisse dann zu reagieren. Wie ist denn eure Einschätzung, an was es liegt? Also ist dieser Wille eventuell auch an das Thema Sozialversicherungsbeiträge gekoppelt? Also wird sich daran was ändern, bevor das Sozialversicherungsthema geklärt ist? Oder Katharina, wie ist da deine Einschätzung? Und Andreas, gerne von dir auch. Deutschland hat ein Riesenproblem mit Selbstbestimmung. Das ist erstmal das, was man als erstes feststellen muss. Wir sehen, das ist ein völlig überkommenes Bild von Arbeit und noch gar kein wirkliches Bild von Wissensgesellschaft gibt. Und dass wir uns sozusagen an die alten Errungenschaften, an die alten Erfolge der Industriegesellschaft klammern und dabei leider die neue Arbeit total verpennen. Und es verpennen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Leute arbeiten können, erstens, wie sie wollen. Also Andreas hat es gerade gesagt, also wenn der ausdrückliche Wunsch besteht, selbstständig zu arbeiten und es ist im Prinzip, niemand hat ein Problem, trotzdem sozusagen kommt der fürsorgliche Staat und macht dich lieber zum Angestellten, wenn es denn irgend geht. Und dafür wird dann sogar Fachkräftemangel und Pflegenotstand und alles hingenommen, wenn dann Honorarärzte irgendwie per richterlichem Beschluss angestellt sein sollen dort und so. Also es kommt zu absurden Szenarien, wo und gleichzeitig, das hat Andreas ja ausführlich gerade geschildert, wäre es nicht so schwer, da eine deutliche Abgrenzung, eine glasklare Abgrenzung zu finden und einfach Leute mal arbeiten zu lassen, wie sie wollen. Also zur Prognose, solange die politische Landschaft nicht in der neuen Welt ankommt und alles und jeden zu Beitragszahlern und Arbeitnehmern machen zu wollen, weil nun mal natürlich der alte, ehemals der erfolgreiche Sozialstaat vollkommen darauf ausgelegt ist, die Corona-Krise hat es ja auch gezeigt, Selbstständigkeit ist gar nicht vorgesehen. Ne? Solange das bequemer ist und auch im Kopf einfach sie es nicht anders denken können, müssen wir noch sehr viele Brücken bauen, sehr viel sensibilisieren dafür, dass heute die Leute nicht nur anders arbeiten wollen, sondern auch arbeiten können. Und ich meine, da müssen wir eben nicht nachlassen und immer wieder erklären, dass es heute anders geht und dass das auch in die politischen Programme eingebaut wird. Denn es ist nicht so, dass das niemand versteht, sondern es gibt einfach einen sehr großen Abstand im Lebensentwurf und dem Verständnis von und für selbstständige Arbeit, weil unter Umständen da einfach immer nur die Negativbeispiele verankert sind. Und auch daher kommt ja, dass geglaubt wird, jeder wäre lieber angestellt, weil dann, na, das ist so der heilige Gral in Deutschland, dann hat man es geschafft. Also Karriere ist eigentlich mit einer Festanstellung und einem Aufstieg innerhalb eines Unternehmens verbunden. Oder man ist halt Unternehmer, wechselt direkt zur Feindseite und schafft dann Arbeitsplätze, die wiederum geschützt werden müssen. Also die Selbstständigkeit ohne Beschäftigte ist so ein bisschen das, was niemand so richtig nachvollziehen kann, der da in der Verantwortung ist, leider. Und da gilt es eben, dass nicht nur wir in der Interessenvertretung uns einsetzen, sondern dass auch Leute sich für ihren Lebens- und Arbeitsentwurf stark machen. Und wir sind da natürlich an der Seite. Super, danke schön. Ja, ich würde, glaube ich, in dem Zusammenhang auch tatsächlich interessieren, was denn unsere Zuhörer zu dem Thema denken. Also wie Sie zum Beispiel, wie definiert ihr für euch Selbstständigkeit und was macht es für euch aus? Das wäre interessant zu hören. Wenn ihr das in Chat schreiben wollt, dann nehmen wir das gerne mit auf. Und mich würde auch interessieren, wenn ihr Fragen an Andreas oder Katharina oder Herr Dr. Grunewald habt, dann gerne auch in den Chat schreiben. Ich würde dann vielleicht noch mal kurz zu dem Thema Schutzbedürftigkeit und Wissensarbeit. Ich glaube, daran scheitert ja auch so ein bisschen die Debatte. Das Verständnis für die Definition von Wissensarbeiter und diesem Schutzbedürftigkeitsthema auf der anderen Seite. Wie kann man hier eine sinnvolle Abgrenzung schaffen? Andreas, du hast schon das Thema Honorarhöhe erwähnt. Gibt es noch andere Themen, die man zur Abgrenzung hinziehen könnte? Also natürlich ist bei Schutzbedürftigkeit, sozialer Schutzbedürftigkeit, die Honorarhöhe das Entscheidende, auch relativ zum Mindestlohn.
Und ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass Leute, die gar nicht selbstständig sein wollen, die tatsächlich in die Selbstständigkeit gedrängt werden, um Sozialabgaben zu sparen, dass das unter Umständen ein Missbrauch ist und dass wir denen helfen wollen und dass wir auch der deutschen Rentenversicherung jede Unterstützung geben wollen, um so einen Missbrauch zu bekämpfen. Aber die Gesetze, wie wir sie haben, die werden immer weiter sehr kreativ ausgelegt. Dr. Grunewald hat das ja beschrieben. Ich weiß von einem anderen Rechtsanwalt, da kam der DRV-Entscheider, hat er mir erzählt, in den Unterlagen, die er einsehen konnte zum Urteil, der ist eindeutig selbstständig. Das hat ihm sein Chef gesagt, dann prüfe bitte noch weiter, bis du zu einer abhängigen Beschäftigung kommst. Ja, wenn das so ist, dass es immer weiter ausgelegt wird, dann wird am Ende jeder hochqualifizierte Selbstständige abhängig beschäftigt und scheinselbstständig sein, weil es ist halt so, in der modernen Arbeitsgesellschaft ist ja Wissensarbeit dadurch geprägt, das ist nicht einfach so austauschbar, ja, dass ich einfach sagen kann, ja, entweder komme ich oder mein Kollege und streiche die Wand. Wenn es halt darum geht, eine komplexe Aufgabe zu erfüllen, dann braucht man ein bestimmtes Wissen und das Wissen ist halt in meinem Kopf und wir Solo-Selbstständigen haben noch dazu das Problem, dass wir keinen Mitarbeiter haben, wo wir sagen können, dem habe ich das beigebracht, der kann das auch. Also, und dann ist komplexe Wissensarbeit halt auch, dass ich mich mit anderen kommuniziere, ja, dass ich gemeinsam mit anderen Lösungen finde. Das sind alles Kriterien, die Rechtsprechung und die deutsche Rentenversicherung quasi als Merkmal einer Scheinselbstständigkeit gemacht hat. Also im Grunde qualifizierte Arbeit ist scheinselbstständig. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, das, was wir eigentlich als sozial schutzbedürftig sehen, also wo die Leute unsere Hilfe brauchen, der Pizzabote, der Uberfahrer, da ist die Arbeit ja austauschbar. Da wird der Auftrag quasi über die Mauer geworfen. Mittels Handy bekomme ich das. Das ist, auch wenn ich diese Kriterien noch so genau auslege, ist das am Ende selbstständig. Und das führt dazu, am Ende wird die Selbstständigkeit, die gute Selbstständigkeit, die gut bezahlte Selbstständigkeit kaputt gemacht in Deutschland. Und es bleibt nur noch das ist nicht selbstständig übrig. Das ist doch eine verkehrte Welt. Und das hat damit zu tun, dass sich halt das entwickelt hat. Ja, früher musste ich halt dem weniger Qualifizierten, den neben mir sitzen haben und ihm genau sagen, was er tun soll. Das ist heute nicht mehr nötig. Und der Qualifizierte, dem konnte ich einen Auftrag ganz genau beschreiben, dann hat er den erledigt. Nur das hat sich durch das Internet und so weiter geändert. Ja, jetzt ist qualifizierte Arbeit die mit der vielen Kommunikation. Und wir arbeiten aber immer noch mit den Kriterien von gestern. Und das hat eben die Auswirkung, dass wir genau zu den falschen Ergebnissen kommen. Wobei halt die Frage ist, ob diese Ergebnisse für die deutsche Rentenversicherung und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch falsch sind. Weil wenn es stimmt, der Dr. Grunewald hat da viel Erfahrung, dass es der Rentenversicherung ums Geld geht, ja, um die Beiträge. Ja, dann passt das ja auch wieder. Ja? Dann wollen wir gar nicht die Pizzaboten, die viel Arbeit machen, sondern wir wollen eigentlich die, die gleich den Höchstbeitrag bezahlen. Und ich kann nur sagen, aus dieser Interessenvertretung, die wir beim VGSD machen und den vielen Gesprächen, die wir hatten, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern es gibt keine vernünftige andere Interpretation dessen, was wir so in Berlin erleben. Es geht einfach um das Geld. Und wir sind ja auch bereit, in die Altersvorsorgepflicht zu gehen etc. Wir wollen dafür nur faire Bedingungen. Wenn jemand gerade eine Immobilie gekauft hat und die abbezahlt und jetzt soll er zusätzlich auch noch den Maximalbetrag bei der Rentenversicherung bezahlen, dann ist das ein Problem. Ja, darauf muss man Rücksicht nehmen. Dafür muss man eine faire Abgrenzung finden. Und wenn man nicht, also was ich halt erlebe, ist, dass man dazu nicht bereit ist, da eine faire Lösung zu finden und stattdessen dann sagt, na dann machen wir das über die Scheinselbstständigkeit und erklären die eben unabhängig davon, welche anderen Verpflichtungen er eingegangen ist zu seiner Altersvorsorge, zum abhängig Beschäftigten. Und das Schlimme ist, dass damit ja gar nichts gewonnen wird, weil ich erkläre jemanden für scheinselbstständig und dann ist ja nicht so, dass der ab dem Zeitpunkt angestellt wäre und Sozialversicherungsbeiträge zahlen würde, sondern natürlich wird der Auftrag beendet, weil ich habe den ja so schon gut bezahlt und wenn ich jetzt da obendrauf nochmal was bezahlen soll, also so bescheuert sind die Auftraggeber ja auch nicht. Mhm. Und dann verlagern sie die Projekte ins Ausland und sagen wir, Umsätze, die im Ausland erzielt werden, die werden nicht in Deutschland, da wird nicht in Deutschland eine Sozialabgabe drauf bezahlt. Also
es ist einfach nicht logisch, was da passiert und deswegen auch mein Vorschlag, sich da gut zu informieren, welche Parteien ein welches Maß an Verständnis für uns haben und das auch neben allen anderen Themen in die Wahlentscheidung einfließen zu lassen, weil mit der bestehenden großen Koalition sind wir in diesen vielen, vielen Jahren nicht weitergekommen. Wir brauchen eine andere Regierung, sonst geht das nicht voran. Vielen Dank. Nochmal zum Thema Positivkriterien oder auch dieser Definition von Wissensarbeit, um diese Abgrenzung zu schaffen. Vielleicht können wir dann mit Ihnen, Herr Dr. Grunewald, starten sogar, okay. Auch aus rechtlicher Perspektive, wie umsetzbar sind denn solche Positivkriterien? Weil im Moment ist es ja, funktioniert es ja komplett anders. Lässt sich das überhaupt einführen? Ist das realistisch? Also das Thema Kriterien ist zweischneidig in meinen Augen. Wir hatten ja, als das Ganze losging, 99, damit mit den damaligen Änderungen im Gesetz, damit wurde das Thema ja quasi hochgebracht und überhaupt thematisiert. Da gab es im Gesetz ja Kriterien, Negativkriterien, Abgrenzungskriterien im negativen Sinne, aber es gab ja Kriterien, erst 4, dann waren es 5 und die dann unter anderem, natürlich waren die nicht auch, waren das nicht die einzigen dann, sondern es waren Kriterien, wo man gesagt hat, an denen soll man sich orientieren. Dann gab es ja noch eine komische Beweislastumkehr, das war auch seltsam, aber gut, das ist inzwischen ja alles Geschichte. Nur was ich sagen will, ist, man hatte diesen Versuch, Kriterien zu definieren, wenn auch da Negativkriterien waren oder Abgrenzungskriterien, könnte man sagen, den hat man ja schon mal gemacht und hat dann aber ja auch festgestellt, erstens, auch diese Kriterien sind für sich, die damaligen, nicht hundertprozentig eindeutig. Gut, 1, 2 waren ziemlich eindeutig, aber es gab auch 1, 2, die waren auch wieder interpretationsfähig. Und dann waren es eben ja auch nur Kriterien, die einen Hinweis oder eine Richtung geben sollten, haben aber ja trotzdem dazu geführt, dass wieder die Einzelfallentscheidungen am Ende des Tages waren. Man hatte damals in diesen ersten Jahren, das ging ja von 99 bis 2003, also auch nicht lange, aber immerhin ein paar Jahre ging es ja so, hatte man dann halt die Kriterien im Gesetz und hat sich natürlich auch daran orientieren können. Aber das war ja trotzdem nicht waren ja nicht ausschließlich nur die 4 oder 5 und damit war es das, sondern man hatte dann immer noch die Einzelfallgeschichten. Und im Laufe der Zeit haben ja die Gerichte das weiterentwickelt. Also wenn man jetzt Positivkriterien schafft, wäre das natürlich grundsätzlich auf jeden Fall ein Ansatz. Nur ich glaube nicht, dass es das Problem komplett löst. Ich glaube schon, dass es hilfreich wäre, wobei ich persönlich sogar glaube, dass das die hilfreichste Änderung überhaupt die wäre, dass man formuliert oder dass man regelt, dass bei einer Prüfung, bei einer Betriebsprüfung keine Rückwirkung in Kraft tritt. Das würde der Rente so viel Motivation nehmen, diese Dinge durchzufechten, weil die ja dann nur für die Zukunft vielleicht was verlangen könnten. Und die Zukunft würde es in der Regel ja nicht geben, weil, wie Herr Dr. Lutz schon sagt, wenn so ein Thema hochkommt, dann ist in der Regel so ein Auftrag ruckzuck zu Ende, weil natürlich der Auftraggeber nicht sehenden Auges jetzt in ein Risiko läuft. Wenn man also die Rückwirkung quasi streichen würde und sagen würde, ihr könnt gerne prüfen, aber ihr könnt das nur für die Zukunft prüfen. Ihr könnt nicht sagen, für die letzten 5 Jahre hätten wir gerne 150.000 Euro plus Säumniszuschlägen und. Wenn man das ändern würde, würde man A, damit beweisen, dass es der Rente wirklich nur ums Geld geht. Und das ist so. Also hundertprozentig von überzeugt, um nichts anderes geht es. Nur das wird man natürlich nicht durchsetzen können, weil die politische Lage ist, da stimme ich den anderen beiden vollkommen zu, ist so wie die ist. Wir sehen es ja auch, wie das funktioniert. Und ich habe auch mittlerweile den Eindruck, dass das auch bis zu den Gerichten teilweise schon durchgedrungen ist, weil diese Entscheidung für den Pflegekräften und Honorarärzten ist ja eine Katastrophe. Und die ist meines Erachtens auch nicht wirklich, wirklich vernünftig oder nachvollziehbar begründet, sondern das ist für mich sind das politische Urteile gewesen oder sind es, die gibt es ja immer noch, jetzt speziell für den Pflegebereich, natürlich ein Sonderfall nochmal, aber trotzdem, diese ganze Diktion der Urteile, wenn man die liest vom BSG, gut, das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, ich finde schon, dass Positivkriterien einen Schritt nach vorne bringen können. Man muss natürlich auch wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen wieder aufpassen, weil wenn man jetzt Positivkriterien formuliert als Ausschließlichkeitskriterien, würde man wahrscheinlich den Effekt haben, dass manche in Anführungszeichen dadurch Raster fallen, weil die vielleicht eines dieser Kriterien nicht erfüllen,
trotzdem aber absolut selbstständig sind. Also deswegen ist das so, dass man sie zwar als Orientierung sicherlich bringen kann, die Honorarhöhe halte ich auf jeden Fall für einen wichtigen Punkt und auch sicherlich einige andere, aber man wird wohl kaum sagen können, ich mache jetzt 4, 5, 6, 7 Kriterien und wer die alle erfüllt, ist selbstständig und wer eines von denen nicht erfüllt oder sogar mehrere, ist es nicht. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das wäre, glaube ich, auch nicht, wird auch nicht passen, weil ich eben in der Situation immer wieder Einzelfälle habe. Ich habe ja nun, ja, weiß ich nicht, 1.500, 2.000 Verfahren bisher gehabt über Mandate und es gibt keinen Fall, der einem anderen gleicht. Es gibt es einfach nicht. Und jeder hat eine individuelle Situation, hat andere Dinge. Trotzdem sind 99% meiner Mandanten überzeugte Selbstständige, überhaupt gar keine Frage, und werden in diese Situation reingedrängt. Aber so Kriterien als Ausschließlichkeitskriterien halte ich für schwierig. Zur Orientierung, wie das damals mal 99 gedacht war, im positiven Sinne halte ich das für sinnvoll. Aber man wird auch da nur ein Stück nach vorne kommen. Ich glaube tatsächlich, so wie das Frau Brunt gesagt hat, es muss sich nicht nur rechtlich was ändern, es muss sich auch was in den Köpfen ändern. Derjenigen, die ja letztlich irgendwo dafür den Einfluss haben auf rechtliche Regelungen und so weiter. Solange das nicht passiert, glaube ich auch tatsächlich, dass wir mit dem Thema noch lange uns beschäftigen werden müssen, weil einfach der Gedanke Selbstständigkeit für viele irgendwie, ja, ich will sagen, fast schon irgendwie halb eine Makel behaftet ist. Und was vorhin, ich glaube, Herr Dr. Lutz sagte, dass viele immer noch denken, auch auf der Politik, eigentlich wollen die doch gar nicht selbstständig, die sind doch viel, wären doch viel glücklicher, wenn wir angestellt sind, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber ich glaube, dieser Gedanken ist noch wahnsinnig weit verbreitet und nach dem Motto, wir tun denen ja eigentlich was Gutes, wir wollen die ja schützen und so weiter, das ist ja auch die Argumentation der Rente, auch wenn es vielleicht nur um ein halbes Jahr geht und die Beiträge, die danach verlangt werden, im Prinzip für die Kosten, die bringen überhaupt gar nichts, die bringen nichts an Sicherheit oder Absicherung, aber das ist der, sind die Gedanken, sind die Dinge, die in den Köpfen sind und ich glaube, solange das nicht auch da sich was bewegt, wird sich in der Sache selber leider wahrscheinlich nicht viel bewegen, ist meine Meinung. Das heißt, es mangelt der Politik wahrscheinlich nicht nur beim Thema Selbstständigkeit, sondern insgesamt auch beim Thema Wissensarbeit und der neuen Arbeitswelt, die ja doch auch in der festangestellten Welt mehr Richtung Selbstbestimmung geht, am Verständnis dafür und an der Definition dafür. Wenn man jetzt davon ausgeht, das Thema Selbstständigkeit und diese Definition, das Verständnis dafür auch an eine, ich sag mal, sinnvolle Beteiligung der Selbstständigen im Sozialsystem gekoppelt ist. Gibt es da vielleicht einen Ansatzpunkt, wie man das lösen könnte? Also die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige wird ja auch viel diskutiert. Bewegt sich da was in eine richtige Richtung und könnte man vermuten, dass sich damit dann auch das Scheinselbstständigkeitsthema ein bisschen entspannt? Ich antworte da gerne. Also wir haben ja 2019 als VGSD, aber auch mit befreundeten Verbänden. Wir sind ja inzwischen haben ein ganzes Bündnis aufgebaut, eine Bundesarbeitsgemeinschaft selbstständigen Verbände, in der auch Kontist Mitglied ist und agieren gemeinschaftlich. Und unser Ziel ist, dass es eben einen fairen Deal gibt für Selbstständige, weil die Politik, wenn man das beobachtet, die wollen immer, dass wir Beiträge bezahlen. Wenn diese Beiträge dann höher sind als die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammen, dann ist das auch nicht so schlimm. Kann man ja von der Steuer absetzen, also irgendwelche Argumente kommen das. Aber was unsere Erwartung ist, ist, dass wir für diese Beiträge dann natürlich auch eine Gegenleistung bekommen. Und da ist es dann komischerweise, wird es dann ganz schön knausrig. Ich möchte das mal am Beispiel der Arbeitslosenversicherung deutlich machen. Es wird ja jetzt so als Lehre der Corona-Krise von bestimmten Parteien gezogen, ja, wenn ihr Selbstständigen mal alle in der Arbeitslosenversicherung gewesen wärt, dann wärt ihr fein raus gewesen. Jetzt können Selbstständige gar nicht in die Arbeitslosenversicherung. 2006, als eine freiwillige Arbeitslosenversicherung eingeführt worden ist, da durften nur Gründer, nicht Bestandsselbstständige rein und von denen auch nur ein Teil und nur innerhalb einer bestimmten Frist. Trotzdem haben das viele genutzt, sind dann aber rausgegangen, weil das so unattraktiv war. Und die 2%, die übrig geblieben sind, die haben sich dann vielleicht zum Anfang der Corona-Krise gesagt, hey, super, dass ich durchgehalten habe und da weiter einbezahlt habe, um dann zu erfahren, sie haben zwar die gleichen Beiträge bezahlt wie die Angestellten und ihre Arbeitgeber zusammen und noch mehr, aber im Gegensatz zu denen haben sie keinen Anspruch
auf Kurzarbeitergeld. Also während die anderen erstmal 2 Jahre bis zu 87% bekommen, kriegen sie nichts. Und ja, kriegen sie dann Arbeitslosengeld 1? Nein, kriegen sie oft auch nicht, weil sie versuchen, ihr Unternehmen zu retten, arbeiten mehr als 15 Stunden, gelten dann als nicht arbeitslos, kriegen dann auch kein Arbeitslosengeld 1. Okay. Und für das Arbeitslosengeld 2 ist man gesperrt, wenn man gegen Arbeitslosengeld 1 versichert ist, das aber nicht bekommt. Also sprich, die sind noch schlechter gestellt, dadurch, dass sie diese Beiträge bezahlt haben. Dieses Beispiel zeigt ja, wie aberwitzig das ist. Also da wird uns jetzt verkauft, ja, tretet alle in die Arbeitslosenversicherung ein und gleichzeitig dieselben Parteien wollen nichts tun, damit wir auch die gleichen Leistungen bekommen. Da heißt es dann, ja, wir wissen nicht, die Selbstständigen, die führen dann ihre Arbeitslosigkeit ja selbst herbei. Ja, die missbrauchen das. Das sind alle so Weltmeister beim Gestalten. Komischerweise, also wenn ich, sagen wir mal, mich so verhalte, dass ich dann den Job nicht behalten kann, da wird das nicht diskutiert. Das wäre dann, ich weiß nicht, ein Sakrileg, darüber zu sprechen. Da ist man dann vielleicht schon fast rechtsextrem, wenn man über solche Dinge spricht. Also, aber wir Selbstständigen, wir sind da die Optimierer. Und mit dem Argument wird dann gerechtfertigt, dass wir weniger Leistung und mehr Beiträge bekommen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Die Politiker, die in der Verantwortung sind, die müssen bereit sein, einen fairen Deal uns anzubieten. Und dann werden wir diesen Deal auch anbieten und das wird die Situation ein Stück weit befrieden. Allerdings warne ich davor, zu glauben, so nach dem Motto, wir akzeptieren jetzt einfach mal das, was SPD und Linke wollen, eine Rentenversicherungspflicht für alle, ohne Rücksicht darauf, dass wir ja vielleicht schon vorgesorgt haben und unser Geld brauchen, um diese Vorsorge weiter zu bedienen. Angenommen, wir gehen darauf ein, dann ist das immer noch nicht die Lösung für das Problem der Scheinselbstständigkeit. Dann wird es immer noch eine Statusfeststellung geben, weil dann ist ja die Frage, zahlen wir das alleine oder teilen wir das mit dem Arbeitgeber? Ja? Und sobald es irgendwelche Vergünstigungen gibt oder Unterschiede, und das ist einfach, es wird keine Lösung ohne eine gewisse Differenzierung zwischen Selbstständigen und Angestellten geben, wird auch das Anlass für Statusfeststellungen sein. Also wir brauchen hier wirklich ein Mindshift, ein Umdenken bei den Politikern, dass die Selbstständigkeit als was Wertvolles und Wichtiges verstehen. Und ich fürchte, da muss vielleicht noch einiges passieren. Entweder wir, die wir den Druck machen, über die Verbände und als Mitglieder, dass wir auf Abgeordnete zugehen. Oder es wird diese Politik wird fortgesetzt. Es wird massiver Schaden entstehen für unser Land, für unsere Innovationsfähigkeit, dass man es dann vielleicht versteht. Ja, aber also so einfach allen Sozialversicherungssystemen dann beitreten, dann ist das Problem gelöst, ist es leider nicht. Hier hatte ich jetzt noch eine spannende Frage von Harald, der sagt, gab es eigentlich schon mal eine Normenkontrollklage gegen das Scheinselbstständigengesetz? Herr Dr. Grunewald, kennen Sie sich damit vielleicht aus? Ja, können darauf antworten. Die Frage Scheinselbstständigkeitsgesetz ist schon mal der Punkt. Das gibt es in der Form ja eigentlich nicht. Es gab, wie gesagt, 1999 diese Änderungen im Gesetz und dann später diese Korrektur dieser Kriterien, die dann wieder aufgenommen worden sind. Und seitdem hat sich am Gesetz im Prinzip ja nichts verändert. Und da gibt es meines Erachtens nichts, was heute sowieso schon gar nicht mehr möglich wäre, weil Sie können ja nicht nach 10 Jahren gegen ein Gesetz sozusagen vorgehen. Und ich weiß nicht und glaube nicht oder ist mir nicht bekannt, dass da mal irgendwas versucht worden ist. Auf jeden Fall ist der Status der, wie wir ihn vorhin dargestellt haben. Da ist, glaube ich, auch nichts passiert. Oder zumindest hat es keine Auswirkungen gehabt. Es hat sich ja nicht verändert an der Stelle. Ja, vielleicht zum Abschluss könnte man versuchen oder vielleicht kann ich das an dich stellen, die Frage, Katharina, wie kann man denn oder wie definierst du Wissensarbeit, nicht nur im selbstständigen Kontext, sondern generell eine selbstbestimmtere und freiere Form der Arbeit. Wie würdest du das formulieren? Was macht die aus? Also ehrlich gesagt bin ich nicht so ein Fan davon, jetzt Definitionen für das neue Arbeiten hier zu liefern, weil neu ist das, was wir jetzt selbst gestalten. Also die neue Arbeit ist für mich
ein Irrsinn überhaupt darüber zu debattieren, ohne den Kontext der Selbstständigkeit darauf zu kommen, weil das tatsächlich etwas ist, was wir jetzt gerade bauen, wofür die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Wir halten uns sehr stark am Erfolg von gestern fest. Ich möchte gar nicht so stark kritisieren, denn es sind Errungenschaften, ich habe das vorhin schon gesagt, wir sind ja auch nicht gegen irgendetwas, wir sind dafür, dass es einen fairen Deal gibt, wie Andreas das gesagt hat, wir sind dafür, dass die Sozialversicherungssysteme sich übrigens auch für Angestellte weiterentwickeln, denn Menschen können und wollen heute anders arbeiten. Selbstständigkeit ist nicht nur eine Formalität, es ist auch eine Qualität. Die gegenwärtige Politik oder sagen wir die gegenwärtige Regierung steht dem entgegen. Es wird ein Wahlkampf gemacht, da kann man sich wie die Tagesschau vor 30 Jahren angucken. Also es ist immer dasselbe und es kommen überhaupt keine neuen Ideen, insbesondere von der Großen Koalition, die dem Rechnung trägt, dass die Arbeitswelt, übrigens nicht nur die Arbeit, sondern auch Unternehmertum, sich verändert, dass es andere Arbeitsformen gibt, dass es andere Lebensentwürfe gibt, dass nicht Selbstständigkeit die Ausnahme ist, sondern dass Menschen per se eigentlich Selbstständige sind, die sich zu Angestellten haben machen lassen, weil das ein Erfolgsmodell war, vom Arbeiter zum Angestellten und ein Versicherungsmodell im Prinzip, das heute in der Form gar nicht mehr nötig wäre. Natürlich wird es das immer geben. Man kann immer einen guten Deal finden. Man kann immer sich dafür entscheiden. Aber Wahlfreiheit ist das große Zauberwort hier. Und da muss eine zeitgemäße, eine moderne Politik drauf eingehen und Potenziale müssen entfesseln, müssen sich entfesseln können und die Leute müssen arbeiten können, wie sie wollen. Wir sind alle Erwachsene und wir wollen alle Regelungen haben gegen eindeutig missbräuchliche Arbeitsverhältnisse. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir alle mitverhaften, die im Prinzip kein Problem haben und dass wir immer vom Missbrauch ausgehen und von der Schutzbedürftigkeit ausgehen. Was wir brauchen, ist im Prinzip eine Politik, die anerkennt, dass Menschen ihre Ökonomie selbst im Griff haben können, dass sie selber mündig entscheiden können, wie sie arbeiten wollen und dass beides gleichwertig ist. Ist der Sozialstaat, der sehr ausgebaut ist in Deutschland, auf den wir alle stolz sind, den wir alle gerne mitfinanzieren, muss allen faire Angebote machen. Und alle, die anders arbeiten, in die alten Angestellten-Systeme zu zwingen, die für Selbstständige in der Regel überhaupt nicht funktionieren, Arbeitslosenversicherung aus meiner Sicht ein Irrsinn, steht dem selbstständigen Lebensentwurf entgegen. Weil wir gar nicht arbeitslos werden, ne? Sondern es ist ganz anders funktioniert. Und das ist eben überhaupt, das ist für mich ehrlich gesagt Arbeitsverweigerung. Das ist eine politische Ideenlosigkeit sondergleichen, gegen die wir uns wehren müssen. Und wir sind ja alle bereit, Ideen einzubringen, auch den Sozialstaat weiter mitzuentwickeln. Denn das ist eine Errungenschaft, die es wert ist, weiterzuentwickeln. Aber das wird gegenwärtig nicht getan, sondern es wird sich am Alten festgehalten und es wird einfach nicht wertgeschätzt und nicht gefördert, dass wir ganz anders arbeiten können, dass wir auch Angestellte anders arbeiten können und dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, weil immer nur vom Beitragszahler ausgegangen wird und weil wir uns das auch gemütlich gemacht haben. Es hat ja die Jahrzehnte funktioniert, es bröckelt schon sehr lange auch für Angestellte, ja, aber es wird immer weiter verschoben und wenn Minister Heil jetzt kommt und sagt, also um die Rentenkassen zu stabilisieren, müssten jetzt die Selbstständigen mit einbezahlen, dann ist das ja ein Irrsinn. Dann frage ich mich, wie dumm wird man denn als Wählerinnen und Wähler gehalten? Das ist doch ein Verschieben des großen Problems, das wir sowieso haben in diesem Umlagesystem. Denn wir erwerben ja auch Ansprüche, wenn wir jetzt einbezahlen. Und außerdem dann mal wieder ein Mangel an Wertschätzung für Selbstständige, die anderweitig vorgesorgt haben. Wenn die Politik mir sagt, du hast ja all die Jahre falsch vorgesorgt, weil nur die Rentenversicherung zählt und vielleicht noch die Rürup-Rente. Also das ist ein Irrsinn, Leute. Und das darf man sich wirklich nicht gefallen machen. Alle Menschen, die anders arbeiten wollen, sollten und müssen das auch nicht hinnehmen. Und ich glaube, wir müssen da viel lauter werden. Und eben Vorschläge machen. Ne? Also es nützt nichts, immer nur zu meckern. Man muss die Perspektive auch der Entscheiderinnen und Entscheider hier verstehen können. Aber man muss das nicht alles abkaufen. Ne? Vielen Dank. Finde ich übrigens einen sehr schönen Gedanken, dass wir alle an sich selbstständig sind und zu Angestellten gemacht wurden. Vielleicht von Ihnen, Herr Dr. Grünewald, und auch von dir, Andreas, noch ein Schlusswort. Was sind für Sie die Themen, die man jetzt angehen kann?
Ja, ich lade alle ein. Wir versuchen bei uns beim VGSD den Druck zu erhöhen. Die Bundestagswahl bietet dafür eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen, sich mit Politikern zu reden. Wir laden so der Reihe nach von allen Parteien welche ein. Wir führen auch im Rahmen unserer Bundesarbeitsgemeinschaft ganz viele Gespräche und laden unsere Mitglieder ein, auch ihre Abgeordneten anzusprechen, sie mal zu fragen, welche Erfahrungen sie mit Selbstständigkeit haben, ihr Verständnis zu erhöhen, ihnen einfach ganz konkret zu schildern, welche Auswirkungen das hat, wenn man auf einmal statt gut bezahlter Selbstständigkeit Zeitarbeit anboten bekommt, wie sich das anfühlt und wie das so in den Gesamtkontext reinpasst. Also wir schauen einfach, wir müssen einfach gucken, dass wir noch lauter werden und noch unangenehmer für die Entscheider, damit sie sich eben nicht weiter auf dem ausruhen, was sie schon immer gemacht haben. Danke. Dankeschön. Ja gut, ich bin ja in der Situation, dass ich immer eher die Fälle kriege, die oder Situationen bekomme, wo dann schon irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Und ich dann eher da schauen muss, dass das dann wieder in die richtige Bahn gerät oder eben halt demjenigen helfen, dass er aus dieser Situation da reingedrängt zu werden, als nicht selbstständig wieder rauskommt. Insofern ist meine Position da sicherlich ein bisschen andere. Was ich natürlich immer mache, wenn auch in größeren Abständen, ist, dass ich natürlich über das, was ich so erlebe, beziehungsweise vor allen Dingen auch Entscheidungen, das versuche zu publizieren und bekannt zu machen und vielleicht dazu ein Stück beizutragen, auch die Dinge ein bisschen halt voranzubringen, aber zumindest vielleicht auch anderen Selbstständigen ein bisschen zu unterstützen, Mut zu machen, dass sie sich also, wenn sie denn in die Situation kommen, sich natürlich durchaus wehren können und auch wollen und dass das auch häufig sehr gute Aussichten hat, auch wenn es manchmal am Anfang nicht unbedingt so aussieht, nachdem was sie dann von der Rente da an Schriften oder Bescheiden oder so bekommen und versuche das ein bisschen an der Stelle zu unterstützen und bin natürlich auch prinzipiell gerne immer bereit, Dinge beizutragen, jetzt auch beim VGSD. Wir sind ja auch ein bisschen in lockeren Kontakt schon in der Vergangenheit gewesen. Ich habe ja auch schon die ein oder anderen, Street-Meetings oder wie nannten die das? Sprint-Meeting gemacht, mitgemacht. Genau, wir nannten es Telcos und jetzt nennen wir es Talks, genau. Und Talks, okay. Vielleicht können wir ja dann zu den Änderungen, die jetzt beschlossen worden gerne sind, nächste Zeit mal einen Talk machen, weil das ist in der Tat spannend, wie diese Änderungen sich auswirken werden. Die werden ja am 1. April nächsten Jahres in Kraft treten. Ja, also wäre so ein Thema, da trage ich gerne was vorbei. Ansonsten versuche ich ein bisschen zur Rechtsfortbildung beizutragen, meinen bescheidenen Möglichkeiten im positiven Sinne und begleite das so und hoffe, dass sich da auch ein bisschen was in der Richtung positiv tut und vielleicht ändert sich ja tatsächlich durch eine neue Regierungsbildung dann im Herbst auch da an der Stelle irgendwas da bin ich gerne dabei, aber ansonsten kann ich das natürlich auch eher kommentieren Hinweise geben, wie wir es heute im Vortrag schon erwähnt haben, aber da bin ich natürlich jederzeit gerne bereit und dann können wir gerne auch mal wieder so einen Talk zu dem Thema machen, das würde sich ja wahrscheinlich sogar anbieten. Dann vielen Dank an alle. Mir hat die Diskussion sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das zu gegebener Zeit mal wieder fortführen, weil es gibt ja doch sehr viele Themen und die Zeit ist immer schnell um, wie wir heute gemerkt haben. Ich werde mich auch um die Fragen nochmal kümmern, die aufgekommen sind. Leider hatten wir jetzt nicht die Zeit, gerade auf speziell individuelle Fragen einzugehen, aber gerade die öfter vorgekommen sind, die werde ich auf jeden Fall nochmal raussuchen und die im Nachgang nochmal beantworten. Genau, ansonsten sage ich vielen Dank und wünsche einen schönen Abend. Es ist, glaube ich, bei fast allen ein sonniger Abend, deswegen genießt noch die Feierabendsonne. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, die Aufzeichnung wird im Nachgang zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie können auch die Präsentationsmaterialien dann weiterhin einsehen.